Eine Fresse. Dann geh doch zu Penny. Ah, dieser Typ, ey. Der Typ. Wo ist meine fucking Playlist da? Und sonst war es fit. Ja. Das freut mich. Lauter machen. Bahn noch ein bisschen lauter machen. Hey Thorsten, schönen guten Abend. Eieiei. Mistgalle ist das heißen Tee. Was denn? Was? Was? Es gibt nichts Geileres als heißen Tee. Ja, das stimmt. Die Italo kommt. So, da bin ich. Habt ihr mich vermisst? Ciao, Bella. Ja, haben dich natürlich vermisst. Selbstverständlich. Wir hoffen da. Also, hoppsala. Hallo Niederpeier. Hallo Blue John. Primes Benachrichtigung war am schnellsten. Prime ist mal zusammenschmeißen für neue Tastatur für dich. Scheiße, wie viel kommt? Ich schenk dir eine von meinen Charcoon Blue Writer Low Profile. So, Pure Writer, so heißt die. Hör mal Ton an. Hopp. Alles andere ist viel zu laut für Litsch. Ich glaube, Litsch hat einfach laute Finger. So, hops. So. Muss den blöden Bot noch anmachen. Ich hab keinen Bot drauf. Ich scheiße auf Bots, Alter. Ich scheiße auf alles. Nee, ich scheiß auf alles. Nein, Blue John, es R ist aus. Wenn ich mit Schalke oder Litschi fahre, dann ist es R aus. Das ist oberste Pflicht, ansonsten wäre ich wahnsinnig. Die treiben mich eh schon immer zum Wahnsinn. Und dann, wenn da noch eure kuriose Musik kommt, dann ist sowieso in die Gelände. Dann ist Full Rage angesagt. Nichts für ungut, ne? Das ist Full Rage angesagt. Wenn du eins hast, nur instrumental, Blue John, dann mach's ruhig an im Hintergrund und lass laufen. Es klingt jetzt ein bisschen arschig, aber. Arschig, sagt man. So ist das Leben. Man kann ja nicht immer im Playlist. Nee, das stimmt. Ohne Schlitz. Das ist nicht immer possible. Ach, wo ist denn meine Mumba? Wäre so schlimm, als wenn man jeden Tag einen Blowjob bekommen würde. Oh mein Gott. André, soll nicht so viel quatschen. Ja, hat er recht. Schiff rein und los! Also, wir haben ja keinen Stress. Das World of Warships... Der alte Herren. World of Warships ist nur Beiwerk.
Ja, der Altherren, genau. World of Warships ist nur Beiwerk. Genau, das wie beim Tischgespräch das Essen. Das ist ein Podcast eigentlich. Mit. Ja, das ist die Selbsthilfegruppe der psychisch der World of Warships geschädigt. Mit 30er, ja. Die Selbsthilfegruppe, oh mein Gott. Was will er Niederbauer für ein Hühnchen mit mir rupfen, für was ich im Podcast gesagt habe? Da wurden nur Wahrheiten gesprochen wahrscheinlich. Aber wieso, haben wir schon wieder über die Bayern gelästert, oder? Nein, was? Nein, wahrscheinlich meint er, weil du behauptet hast, dass alles noch Fake ist und wir in einem Film leben. Ach, babblabab. Ja, die Gottesfürchtigen soll sich mal nicht so anstellen. Gottesfürchtigen Bayern, weißt du, die bleiben dann in ihrer Blase da in Bayern. Da ja, wird ja, so eine Blase drum gemacht und dann... Ich bete dreifach runter und Ave Maria, dann passt das wieder nie dabei. Hallo Capcom, schönen Abend. Hallo Black Dodo, guten Abend. Ach, sag's auch. Mich wundert sowieso, dass Bayern nicht bei diesem kuriosen Contest mitgemacht hat, welches Land das größte Kruzifix aufstellt. Was? Was ist da los? Wer hat gewonnen? Also bis jetzt noch Polen, ja, leider. Ach, ja, die Polen sind verrückt. Wie groß ist es? Es ist schon ziemlich groß. Ja. Ist es denn dem Herrgott würdig, oder? Es beginnt das schon gleich. Das ist so ein Schwachsinn. Ey. Political and Religion Harassment. Ja, aber Religion Harassment ist vollkommen okay, finde ich. Das ist, wer das nicht abkann, weißt du, der geht sowieso zu ISIS. Zu ISIS. Was? Primechat hat mein Studium beleidigt. Was? Nein, was? Schalke hat über die Germanistik-Studenten gelästert. Ich weiß nicht, studierst du Germanistik? Ich hab gar nichts gesagt. Ich dachte, wir haben überhaupt nicht über Bayern. Nein, du! Wahrscheinlich was anderes. Niederbayer, du studierst doch Landwirtschaft, oder? What the fuck ist denn hier los, ey? Das ist was Gutes, das ist was Gescheites. Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Spiel. Ist nicht gut. Du fährst gerade auf dem Fässer, oder? Ja, du darfst nicht so weit rein, YOLO, da, weil vorne ist Nisara, ne? Ja, YOLO. Momentan wissen wir noch nicht, was sonst noch kommt. Och, die Mutsuki, Montekukuli, Sino, Abgeneisen, Montekukuli macht schon wieder... Hallo Helmken, hallo Zapfenmandel. Ach, Alter, das Spiel geht mir so auf die Eier, ne? Ach, den Marsianer-Podcast, den meint hier dabei. Das ist ja schon Schnee von gestern, Alter. Das ist... Was interessieren uns die Lügen von gestern? Waffenpower! Nur einfach einen vielen lieben Dank für deinen Sub. Dankeschön! Ah, oh, mit Stufe 1. Ja. Dankeschön. Was? Ja, ein bisschen. Also, ich meine, ist kein Twitch Prime Sub, also vielen Dank. Twitch Prime ist natürlich super, also. Ach, ich werde jetzt noch ein bisschen machen. Dankeschön, das Expense, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Gefällt mir jetzt schon gut. Neue Serie, sagt er, weißt du? Ja. Guck, das ist für mich neu. Wir gucken das mit Prime ja schon seit den Urzeiten. Ja, seit. Oh shit. Tyson DD. Direkt vor mir. Ja, ich weiß, was an DD ist, aber das ist ein scheiß Zauber, Alter. Die König hat auf mich geschossen. Das wird bitter. Ich fahre gerade aus. Ja, die Expanse ist gut, ne? Also. Ah, mega, mega. Freue mich schon auf die nächste Staffel. Was ich bei der Expanse mag, dass es halt nicht so eine abgedrehte Sci-Fi ist, sondern eine relativ realistische Sci-Fi tatsächlich. Good Omens? Ja. Ich hab's angefangen. Das ist gute Omen auf jeden Fall. Ihr müsst das Buch lesen. Die Serie ist zwar ganz gut, aber ihr müsst echt unbedingt das Buch lesen. Wir haben überhaupt keine Zitadellen, Blue Giant. Das ist voll. Finger! Ups. Ja. Austapsen. Ups. Vor mir. Gott sei Dank. Gott sei Dank vor dir, ich bin schon erschrocken. was? Prime, Donald Prime? Was? Gar nicht. Ich finde, wir haben hier ein sehr, in unserem Podcast nehmen wir immer eine sehr konservative und eher ruhigere Stellung ein. Ja? Also, was? Ja. Du vielleicht. Hallo, Seth. Immer politisch korrekt, immer 1A, ne? Politisch korrekt, immer 1A. Das ist wie in den Streams, ja. Da wird nie irgendwas Böses gegen die Minderheit geschimpft. Oder gegen Politik. Oder gegen Länder. Also bei mir fängt Minderheit ab 2 an. Also ja,
Weiß nicht, vielleicht, vielleicht meine ich mit Minderheit auch mit was anderes als die Anzahl. Oh, ich werde mal Hydro anmachen, nur zur Sicherheit, ne? Ich meine Hydro, also diese blöde Sarah, warum sind wir immer im fucking Tier 7? Geflucht wird hier übrigens auch nie, ja? Aber nicht so knapp. Nur dass da niemand falsche Hoffnungen macht. Der Center hat ein Geschenk reingeschmissen in die Box. Ich weiß gar nicht, was er mit der Box überhaupt macht. Was ist das? Kannst du verteilen dann. Was? Verteilen? Unter die Community. Jeder spendet was rein zum Gewichte. Und dann kannst du es verteilen. Ja, auf den Sack geht einfach auflösen. Weil das blendet ja oben die ganze Zeit immer ein. Mir ging das tierisch auf den Senkel. Wie blendet gar nichts sein. Was? Wo macht er denn das? Das ist bei Twitch so eine Aktion. Aber wo man das dann reinlegen kann. Ich hab das hoffentlich ausgemacht, oder? Ich. Kann man das ausmachen? Oder muss man es aktivieren? Wenn es jemand aktiviert, dann wird gesammelt. Achso, das können. Ach Gott, warum können das immer die Zuschauer machen? Ich finde, die Zuschauer haben ja viel zu viel Macht. Schau, jetzt streamst du wieder auf Twitch? Ja. Ich bin auf Twitch gerade, ja. Ach so, ja, sag das gleich, da muss ich so ein Multi-Twitch-Dingsbums machen. Haben wir auch nicht gemacht. Ich sammle vielen, vielen Dank. Kann man hier mal bitte die fucking Sarah da jetzt rausschießen? Ich komm nicht ran, es ist halt zu weit weg. Oh Gott im Himmel, ich mach's ja schon. Einen Moment, wo ist sie denn? Jetzt ist sie wieder zu, ja super. Hebel. Ah, ich fahr mal da hin und verteidige. Ja, den Zerstörer hat auch keiner gesehen, ne? Nein, nee. Der reiert da rum. Oh shit, die Gneisenau kommt mit heißem Dampf. Hallo Black Causer. Hoch nicht auf Niederbayer, Niederbayer hat zu viel Zeit. Geh was arbeiten, Niederbayer. So. Wie nice, Alter. Was muss man sich da antun in der armen Murmansk, wenn man solche Gegner da hat? Der DD ist immer noch hier. Weil die Neisen da direkt, Alter. Mega am Rummeiern, ey. Der Typ weiß auch nicht mehr, wofür diese Schlachtschiffe gebaut worden sind, oder? Wer fährt denn nach vorne? Ist das da ist nice Sarah, Schiff? Sarah ist offen. Sarah ist offen. Ja, leider hinter dem Berg. Schade, schade, Schokolade. Oh, die König snipe da, die weiß nicht, was sie macht. Die snipe da hinten rum. Gott sei Dank trifft sie nichts. Oh, wir müssen schnell töten, bevor hier die Shirazu absnacken kann. Wir müssen schnell zu B fahren. Ja, ich kann hier alleine gegen. Das ist eine Lyon. Ja, gegen die kann ich leider alleine nicht kämpfen. Und das noch ein DD-Prunchen. Genau links von dir müsste sein. Ja. Nee, DD ist die Jaguar. DD ist hier. Also da ist auf jeden Fall ein DD, aber es ist unserer. So, jetzt aber. Eine brennende Lyon ist eine schöne Lyon. So ist es. Ja, macht sie fertig. Ja, die hat gerade unsere DD, hat sie gerade einen verpasst. Die fährt so langsam, ja. Aber die verdrückt jetzt die auch, soll das? Ja, wir müssen das Cap gar nicht erobern, ansonsten gewinnen wir zu schnell. Ich habe erst 31.000 und wir müssen. Ich habe auch noch 34.000. Ah, guck mal da, was da mit ist. 29.000. Ja, dann bin ich der Beste wie immer, also ist alles okay. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Schnee. Nein! Wie fährst du jetzt? Muss schauen, 34 vielleicht. Ich hab 34, 29, 27. Ich hab 34, 744. 35, 99, also 999. Das glaube ich nicht. Schau im Stream, 35.999. Das ist erfunden. Kein Scheiß. 55 Treffer, 5 Brände. Ich habe alles 5. 35.999. Ja. Ich hab grad mal 2 gemacht. Die haben es rausgerissen, aber wohl immer schon schlechter als wir, Shaggy. Ja, der Prime hat nur hinter Inseln gekämpft, habe ich gesehen. Naja. Da war nichts Gescheites da zum Schießen, was soll ich sagen? Habe ich gesehen. Ich habe meinen Beitrag geleistet, ja, am meisten Schaden gemacht. Das ist das, was zählt. Lass doch von jemandem was anderes sagen. Teamdienlich spielen, Bullshit. Bullshit. Einfach. Teamlichkeit ist halt ausgedient. Das ist nicht mehr in. Einfach auf Schaden. Das ist nicht mehr in. Hallo Viking. Stell dir vor, Arnold Schwarzenegger hätte teamdienlich gespielt in Predator. Dann wäre ja keiner gestorben. Das stimmt, dann hätten die das vielleicht überlebt.
Aber so ist er als geiler Ficker aus dem Dschungel rausgegangen. Eine als Legende. Überlebender. Eine Legende. Legende. Noch zwei Monaten das erste Mal eine Runde gefahren. Mei, die Spieler sind nicht viel besser geworden. Nee, das Lauf kannst du vergessen. Momentan ist bei Box echt ziemlich drunter und drüber. Ah. Mir scheißegal, solange die alle meinen Schwanz lutschen. Da, oh, Moment. Wenn er von Schwanzlutscherei gesprochen wird. Ja. Und ich nicht deren. Lutschen! Der IVE zahlt sich ja gar nicht aus. Ich mach's trotzdem rein. Scheiß drauf. Und die Schleichwerbung auf der Degrasse, Alter. Ist das neu? Deswegen? Da liegen vier längste Pralinen der Welt am Arsch. Also vier Duplos liegen da auf dem Deck. Duplo Fetti, sagt der andere, sagt das Teslov gerade auch. Hallo Rocket. Ja, ready to go. Gut. Ready? Ich habe jetzt voll den krassen Ficker gebaut hier. Hallo Peltenwummler. Die London. Bin ich gespannt. Ja, apropos, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, es gibt bei Star Citizen die Free Flight Week. Jeder kann das Spiel ausprobieren. Tut es. Macht es. Wird der Battlefield-Modus kommen. Das ist dann so wie Battlefield, nur besser, hoffentlich, deiner Meinung. Ja, glaube ich nicht, aber ja. Ich hoffe, ja. Das gilt aber nur zum Testen des Spiels. Warum starten wir eigentlich immer bei C und immer nur zu dritt? Weil wir gut sind. Ja, aber gut, okay. Da steht es in meinen Dienstleistungen. Ich habe einen Plan, weil keine CDs da sind. Das heißt, ich werde brawlen. Rechts rum an C vorbeifahren und dann gucken, was passiert. Wie rechts rum an C? Was? Boah, zu C fahren oder was? Du kannst ruhig zu B, ich fahr zu C. Du bist ja eh schneller als ich. Ja, du bist ja auch in einem Schlachtschiff. Also ich werde schon nach C fahren. Ja, ich lade schon mal AP. Weißt du denn? London? Ja. Ich bin eine Stadt, du bist noch fett. Was bist du? Ich bin eine Stadt, du bist noch fett. Die Gras heißt das nicht, die Fette. Ja, das heißt die Grasile. Ja, Gras heißt doch, Grasso heißt doch fett, oder? Auf Italienisch, ja. Du bist die Fette. Du frisst noch Schokolade. Auf Französisch bin ich die Hübsche. Ja, nein, die heißt doch anders. Petit? Nein, das heißt klein, oder? Petit heißt lecker, oder nicht? Süß, oder? Ich konnte früher auf Französisch sagen, du hast eine süße Muschi. Petit kam darin vor. Petit heißt eigentlich klein und fein. So ja. Petit vor. Was ist der? Da ist eine Leander. Der scheiß Drecksträger, Alter, kann er nicht irgendwo anders lang fliegen, der Muschi-Bär? Fluffy Power, eine Leander. Casalo Steel, vielen Dank für deinen Follow. Da kommt sie, die Leander. Leander? Da kommt noch eine andere Leander. Ja, eine zweite Leander. Sie gehören die zusammen? Nein. Die zeigt mir breit, die Leander. Oh. Ich weiß nicht, wie gut meine französischen Schützen heute unterwegs sind. Nee, sie smoot sich jetzt mal direkt davor. Oh, da kommt viel rum, ne? Ja, eine Zielzelle ist schon mal. Ich hab einen Träger. Wie, du hast den Träger? Ach so, ja gut. Ich hab einen Träger. Ohne Spaß. Alter, Träger, geh mir doch nicht auf die Eier, Alter. Doppelzieh da. Sehr gut, ich habe absichtlich hier gebeacht mal, weil da kommen 5-6 Schiffe drin. Der zweite Salve ging daneben. Oh Gott, da kommt noch hier die Gras, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, der Prime, die Gras kommt. Ah, die Gras ist nicht das Problem. Und die Leander kommt auch noch. Ja, eben. Beim nächsten Patch, deshalb kommt der deutsche Buff. Ops. Ja, deswegen bin ich nicht so weit rausgefahren. Jetzt sterben, Prime.
Warum überrascht mich das nicht? Fuck! Aber 7 Tyrellen habe ich gedacht. Das ist tatsächlich beachtlich. Ich glaube, Litschi verscheucht gerade die Normandie. Ja, die hat 20k gefressen. Ihr seid immer noch da hinten, das ist ja. Ja, weil hier sind jetzt gerade schon 4-5 Schiffe. Oh nein, 4-5 Schiffe. Seit wann haben wir Angst vor 4-5 Schiffen? Ja, seit wir nur zu zweit sind hier, deswegen. Die Lerner kommt hinter uns. Andrea, aber die Trent ist noch da. Ah, die Nürnberg müsste man eigentlich von ihren Qualen erlösen, weil die ist aufgefallen. Sieht auch gut ja, aus. Nix. Abpraller. Ein Abpraller! Ich glaube, ich mach mal Hydra an. In der Ruhe, Schalkelein, liegt die Kraft, habe ich gehört. Habt ihr das? Hast du gelesen? Die KPR besucht noch Leute. Oh ja. Wofür steht KPR? Kleine Pimmelmannschaft? Ja, kein schlechter Wort. Hey, Fabi, grüß dich. Was? Pudding Mexikaner? Von denen schon wieder. Nachdem kommt. Ja, das war ein Witz, Mai Mai! Er wollte Schalke ein bisschen anstöcheln, warum er eine Fette fährt. Was? Ich stehe auf Feuer. Ja, André, jetzt kommt doch mal raus. Ich kann doch nicht alles denken. Hallo, ich bin schon hier. Ich fahr doch schon. Er wird doch schon zurück. Ja, hallo. Was soll ich noch mehr machen? Ja. Es kommt der Träger auch noch. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, ja. Okay, links ist raus. Ja, ein Anruf. Krass. Was Anruf? Ja, nichts der Anruf. Jetzt war es ja ein bisschen konzentraten. Ich erledige hier hinten die. Ach, das. Hey, Litschi, da reinfahren ist ein bisschen gefährlich jetzt, ne? Hallo, Alter. KPM, königlicher Porzellanmanufaktur, Scheiß. Was? Königlicher Porzellanmanufaktur? Das ist kein schlechter Name, oder? Also ohne Scheiß steht da. Ach so, ohne Scheiß. Ach ohne ja. Scheiß. Ohne Scheiß. Was ein Wort alles ändern kann, Alter. An der Sinnlichkeit eines Satzes, wa? Das wäre mal schön, wenn die Nürnberg endlich mal echt verschwinden würde, ne? Ich komm jetzt, Litschi. Ich rette dich. Er rettet dich jetzt. Ja gut, drei Schiffe. Also, ich rette dich doch nicht. Ja, die König kommt doch jetzt noch. Scheiß Flugzeugträger gibt mir hart auf die Eier, dass ich mich ansneaken können, weißt du? Ja, die pimmeln da halt rum und machen nichts. Ich fahre jetzt rein und cap das und scheiß auf alles andere. Nein, König. Ja. Nürnberg hab ich abgefahren ohne Ende. Ja, Nürnberg, gefährliches Schiff. Full Königsberg, Jägermeister. Der ist wahrscheinlich noch mit 3 Promille im Kopf unterwegs. Ja, Sizzler verscheißen. Der Prime liegt schon wieder an derselben Stelle. Nein, ich bin jetzt drin im Camp, hallo? Es ist 15 Meter weiter, hallo? Hallo, weil da 5 Schiffe stehen in der Ecke, wie weit soll ich reinfahren in meinem Kreuzer, ne? Wir haben immer noch kein Camp. Ja, deswegen mach das jetzt. Oh Mann. Ich dreh durch. Zum Teufel hat der Träger hier drauf. So, das ist ja gut. Jetzt musst du carry. Jetzt. Glitchy ja. Und meine Wenigkeit, wir haben versagt. Ja, ich war gerade kurz gemutet. Fühlen uns auch sehr. Ja, das Sprechen hält nichts an einer schlechten Leistung geändert. Sorry. Grüß dich, Zwerg. Er trifft auch kein Torpedo oder was? Das ist ja ein Witz.
Ja, die Bretagne kommt. Und vor allem das Geile ist, die Königin fährt rückwärts. Geiler Typ, Alter. Geiler Schlachtschifffahrer. Also ohne Wenn und Aber. Also. 18 Sekunden. Turbin! Ja, das ist der Witz. Guck mal, jetzt kriegen wir sogar Defe, ey. Der Herr Prime bekommt sogar Defe, ey. Der Rest wird völlig ignoriert. Danke, Ranger. Fluffy Power. Sehr gut, der hat gerade geschossen. Geh los. Ja, den einen. Den nehme ich nicht mit, sehr gut. Also Glück gehabt, der ist ja. Muss anwinkeln hier, da ist nämlich viel drin. Das wird. Für den Rest reicht es jetzt nicht mehr, das ist das Problem, weil da kommt noch eine fucking Normandie. Keines Ding. Sorry, André, siehste? Arsch geblasen. Was? Scheiß TV, ey. Reports raus! Hilfe! Nee, Herr Freund, jetzt müssen sie da durch. Hat das Ding nicht Torps oder so? War das nicht so? Hey, Leander geht raus. Ja gut. Nice. Oh, wir gewinnen das. Tja, weil man nicht einfach so verreckt, ne? Hallo Wargamer, ja, vielen Dank für den Follow. Wäre einer mit dem Müll gefahren nach vorne, wäre es auch besser gelaufen. Aber ich complaine nicht. Natürlich nicht. Da, weil Schalke in jedem Spiel mindestens 20 Mal stirbt. Ganz genau, Viking. Und der Cross und der Lütsch hat auch nicht viel gemacht. Bei Sharky mindestens 20 Mal. Casalo, dankeschön für deinen Follow. Viking. Es gab mal einen weißen Viking, es gab mal einen Clan, der war nach ihr benannt. Das waren Top-Leute. Let's go, Viking. Das stimmt, ja. Ja, hat Sharky rausgemobbt. Ich hab die rausgemobbt, eiskalt aus dem Spiel. Eiskalt, hat er gemacht. Der hat so lange geflamed, bis sie sich verpisst haben. Wirklich. Aber die Hälfte des Clans ist, glaube ich, immer noch in psychiatrischer Behandlung. Siehst, das war richtig übel. Bucky stirbt 20 Mal in einem Spiel. Hallo? Ah, jetzt dreht er wieder ab. Frechheit. Ja, da kann man die starke AP gar nicht zum Einsatz bringen, wenn die nur hinter der Insel campen. Dann nimm doch die schwächere Hai. Ja, die ist auch stark, aber. Ich finde das ja lustig. Ah, Dallas hat nur 1000 Leben, aber die anderen 21.000, 39.000 fahren weg und die Dallas hält da. Die hält durch. Nein, jetzt hat er. Ja, die König, weißt du, jetzt ist sie geil, die König da. Nachdem ich alles platt gemacht habe. Natürlich, was denkst du denn? Das hat man gerne. Hallo, Matze. Was ist das für eine komische Musik, Alter? Du rülpst, das ist die Strafe dafür. Beschissene Musik. Ah, ich muss unbedingt noch. Hallo Taraxul. Ich muss unbedingt noch warten. Ich hab so Bock auf das neue Schiff, aber das ist so. Das ist Work in Progress. Kauf sie. Ja, du willst nur, dass ich auch. Also, es wird in der Größe sein wie deins. Ja, deswegen sag ich doch, wir können dann schön zusammen Gegend eiern. Dann haben wir halt mehr. Mehr Cargo transportieren. Ja, genau, das stimmt. Redet ihr jetzt schon wieder über Star Citizen? Ja. Aber hallo Cabanassi. Das wird cool. Ist mir egal, was alle anderen sagen. Ja, mir ist es auch scheißegal. Könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Das Spiel wird fertig, bla bla bla. Interessiert mich. Mein Geld. Nee, das sagen aber viele, ne? Warum soll das denn so sein überhaupt? Ich hab's nicht verstanden. Das wird auch nicht so sein. Weißt du, da musst du im Podcast drüber unterhalten, einfach. Das sind meistens immer die Menschen, die das sagen, negativ eingestellt sind, die sagen, ja, das wird nichts, das Spiel wird scheiße, das wird nie fertig, ich will es schon sehen, der Typ muss sich mit dem Geld verpissen. Glaub an deinen Traum. Aber die Leute, die dran glauben, was, die sagen, nee, das wird geil, das wird richtig cool, Alter, das wird richtig mega geil. Das sind die Leute, die wir brauchen. Das stimmt. Ja. Dann geht was weiter.
Das haben die Chinesen damals auch gesagt. Lasst uns einen riesigen Damm bauen, der über drei Schluchten geht. Fluffy Power. Was? Einen riesigen Damm? Damm, Damm, nicht Darm. Damm. Damm. Wargamer, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Twitch Prime. Dankeschön. Ich hab Damm gesagt. Damm. Ja. Das ist nur meine sonore Stimme. Da, ja, 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 ja. Deine österreich-italienische Stimme. Daraxu sagt voraus, dass es in Star Citizen fast nur Piraterie geben wird. Das Spiel finde ich aber trotzdem gut. Also ich werde handeln. Und Pirat Fluffy Power. Ich werde Han Solo sein. Ich werde handeln und ich werde Piraten jagen. Es wird nicht nur Piraterie geben, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Das Schöne an Star Citizen ist, das merkst du ja schon, wie das Spiel von Grund auf aufgebaut wird. Das ist sehr simulationslastig. Also simulationslastig in Anführungsstrichen, also so eine Pseudosimulation halt. Kein Arcade. Und ich glaube nicht, dass die Spielerschaft in Star Citizen wirklich da großen Teilen, sag ich mal, Piraterie betreiben wird, glaube ich. Ace Boy, vielen Dank für dein Follow. Leute werden ihre Rollen finden und werden sie auch ausfüllen. Bin ich von überzeugt. Ja, es gibt ja auch mehr. Es gibt Mining, Handel, man kann theoretisch auch so eine kleine Firma hochziehen. Ich weiß nicht, wie weit es da noch geht. Ich werd mir so ein Grundstück holen, irgendwann mal, wenn ich das zusammen gefarmt habe. Und dann werde ich mir da eine kleine Hütte draufpacken. Und dann werde ich Karotten farmen da. Oder Kartoffeln. Und die werde ich dann... Ich dachte eher an so ein Rotlicht-Etablissement, aber okay. Ja, auf einem einsamen Planeten, hallo, da mache ich doch Karotten. Weltraum, da kommt immer jemand vorbei. Ja, ja, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber Sharky und ich haben die Dinge gesehen, die... Also die neuen Planeten. Ja? Mit dem Schneesturm. Ja, wobei man muss ein bisschen die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Für die Präsentation haben sie den Wind auf Maximum gestellt, was im Spiel ja, nie vorkommt. Ja, ja, nie, weil ja. Das vielleicht nicht, aber weniger, ja. Aber sie sieht schon ziemlich gut aus. Ja. War richtig kalt, als ich das gesehen habe. Ich hab gefröstelt. War brutal, war das. Das war echt mega. Kann man schon sagen, das ist echt mega war. Ich muss mir das nochmal angucken, keine Ahnung, ich habe es eigentlich noch nie so grob richtig gesehen. Oder Schack, hattest du das einmal schon mal gestreamt in der Hinsicht? War das mit dem Raumschiff, wo du da mit den Torpedos da angeschossen hast und so? Ja, wie gesagt, das ist, was? Torpedos. Weißt du, was du schon mal gestreamt nein, hast? Nein, kein Torpedos. Ich habe schon gestreamt, aber kein Torpedos. Okay. Es ist halt sehr simulationslastig. Also, das Flugmodell hat eine eigene Physik bekommen. Wenn du auf Mond landest, also auch ohne Atmosphäre, musst du aufpassen, was für einen Winkel du hast beim Eintritt, weil sonst zieht sich halt die Eigengravitation des Mondes auch noch an den Boden. Damit habe ich lustige Erfahrungen gemacht. Es ist echt toll. Aber die Grafik dann schon jetzt, so wie es jetzt so bei den Spielen jetzt mittlerweile schon ist, oder was? Also ist halt neu, oder? Also die Grafik ist total. Die Grafik ist richtig Bombe. Ich habe es noch nie gesehen. Ich kenne da kein Spiel, das vergleichbare Grafik hat. Das ist kein Weltraumspiel. Ja, ja, sowieso. Okay. Also, ja. Grafik ist echt nice. Ach, schade. Schade. Herr André, nice Carry. Gut gemacht. Sharky hat gesagt Carry und André macht. Ja. Wenn Sharky schreit, dann wird Prime folgen. wenn Sharky ruft, wird Prime folgen. Deswegen ist Prime ja auch Forrest Gump. Ganz genau. Das ist... Aus Tirol, Wargamer, Österreich. Reports und ich habe keine Lobs mehr. Irgendwas mache ich falsch oder richtig. Hopp. Gut, Gump, warum sind Sie in der Armee? Sergeant, ich bin in der Armee, um das zu tun, was Sie mir sagen. Sie sind ein verdammtes Genie, Gump. So muss das. Forrest Gump. Das zusammengelegt und wieder auseinander hat die Waffe, ne? Einer der besten Filme überhaupt, die gedreht worden sind, Forrest Gump. Der hat so viel Deepness, der Film. Auf der Metaebene. Also ihr wisst ja, man kann Filme auf mehreren verschiedenen Arten, Weisen gucken. Auf die ganz normale, entspannte Art und Weise und auf der Metaebene gucken. Und auf der Metaebene ist der Film so verfickt geil gemacht, ey, ehrlich. Das ist Wahnsinn. Hey, Chris, ja, ja, grüß dich, schönen guten Abend. Santa, die Haare für den Wookie hätte ich. Direkt auf dem Planeten, das ist schon sehr realistisch. Okay. Wie gesagt, muss ich mal angucken, das läuft. Ich hab's noch nie gesehen. Ich höre immer nur die beiden davon reden. Naja, aber Legit, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sag dir jetzt was. Einen Moment, ich such das jetzt extra für dich raus. Schach, hast du noch den Code da, den ich dir gestern gegeben habe?
Ja, so, es ist ja jetzt Freeflight-Wochenende. Es ist jetzt Freeflight-Wochenende, du kannst es dir kostenlos runterladen, kostenlos reinspielen, reinschnuppern. Wie gesagt, es ist noch nicht fertig, ne? Es ist noch eine Alpha. Ja. Da, Litschi, ciao. Der Code da, den musst du kopieren. Wenn du dir einen Account machst, musst du den angeben. Das ist wichtig, dass du den beim Account machen angibst, weil danach geht's nicht. Ob du dann was investierst oder nicht, ist mir egal. Hier, da, das ist mein Star Citizen Referral Code Chat. Wenn ihr euch das beim Free Friday Wochenende anschaut, einfach. Hallo, ich will ja erstmal das Ding angucken. Ja, ja, nein. Aber du musst dir einen Account machen, damit du es dir angucken kannst, weißt du? Auf YouTube gibt es doch bestimmt schon Videos, oder nicht? Ja, ja, aber es ist Free Flight. Also du kannst alle Schiffe fahren. Meldet euch an und bei der Anmeldung gebt ihr das ein. Da bekommt ihr Zeugs geschenkt. 5000 Alpha oder 5000 UEC und Ingame. Irgendeinen Scheiß gibt es da halt. Aber das ist gut. Weil, und was hast du davon? Ja, ich habe mal gar nichts davon, außer ihr kauft doch irgendwann ein Game Package. Dann habe ich einen angeworben quasi. Und wenn man, was habe ich gestern gesagt, Sharky? 1000 anwirbt oder so? Dann kriegt man so ein winziges Schiff. Ja, also das habe ich dann davon. Und das fließt dann alles in die Organisation, die Sharky und ich gründen werden, also schon gegründet haben und aber noch nicht öffentlich beraten ist. Beraten aber den Namen noch nicht. Ganz genau. Und dann, ja, das, dann kann man das Schiff dann quasi ausleihen oder mit dem rumfahren. So, so. Und warum sind wir schon wieder im Neuner gelandet? Weil wir gebalanced werden müssen. Achso, Entschuldigung. Ja, wir sind schon stark. Aber an jeder, also an alle, die sich das noch nicht wirklich angeguckt haben, Star Citizen, nur davon gehört haben, sich vielleicht überlegen, das zu spielen. Also wie gesagt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, das wirklich auszuprobieren, kostenlos. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, weil das Spiel ist echt sehr speziell. Also es ist kein einfaches Spiel. Über wen läuft das? Und das ist auch kein... das Spiel unterhält euch auch nicht in dem Sinne, dass es euch, weiß nicht, alle zwei Sekunden irgendwas vor die Nase setzt. Nein, die Unterhaltung müsst ihr euch schon selber schaffen in dem Sinne. Und es ist eine Alpha. Halt, erstens das, zweitens, wie gesagt, es ist halt ein Sandbox-Universe, ne? Also es ist halt... Also momentan schon noch, aber später dann wird es mehr kontrolliert. Also die wollen ja quasi alles kontrollieren. Ja, aber trotzdem wirst du nicht wie in einem, sag ich mal, Battlefield, sag ich mal, oder vielleicht in einem anderen Spiel irgendwie alle zwei Minuten eine Skriptsequenz haben oder sowas. Das wirst du nicht haben. Ja? Das stimmt. Das heißt, ja. Ich meine, auf was ich hinfiebere, ist zum Beispiel, mich in meinen Transporter zu setzen, zu Planet A zu fliegen, dafür erstmal schon mal 10 Minuten zu brauchen, die Ware einzuladen und dann vielleicht eine halbe Stunde mit dem Weltall unterwegs zu sein. Einfach, dass gar nichts passiert. Dass ich einfach nur die scheiß fucking Ware eine halbe Stunde lang transportiere zum Zielort. Fertig. Ja, das letzte Mal, als wir gespielt haben, wollten wir zu einem Planeten reisen. Und Sharky ist vorgeflogen, ich bin hinterher geflogen und Frank ist auch nachgekommen. Ich bin aus meinem Schiff gefallen. Während des Spiels. Er ist gefallen, er hat den Schleuder betätigt. Gar nicht, das war ein Bug. Ich bin aufgestanden während des... Er hat bei Lichtgeschwindigkeit, er hat in der Superfast-Geschwindigkeit, ja, im Subraum, hat er den Schleuder betätigt. Das ist alles eine Lüge, habe ich nicht gemacht. Ich bin aufgestanden und bin durchs Schiff geglitscht. Und da wollte mich Frank retten. Hat mich aber nicht gefunden. Während das passiert ist, ist er auch durch sein Schiff geglitscht. Er hat auch seinen Schleudersitz betätigt. Mein Schiff, aber mein Schiff ist dann stehen geblieben und ich bin hingedüst in den Düsen, glaube ich. Wie ist das passiert? Irgendwas ist da passiert, jedenfalls bin ich dann wieder in mein Schiff gestiegen und hab dann Frank gerettet. Also es war eine ganz spezielle Episode von Lost in Space. Ja. So ist es, ja. Es war sehr, sehr viel Lost mit ganz viel Space. Ja, es war mega witzig. Also wir haben eigentlich nichts gemacht, 2 Stunden lang. Aber davon ich ganz bin viel. Ich offen, hardspotted hier. Ja, das aber ist die Chungmu. Ja, nee, die spottet mich nicht. Achso, war die Eisenau, ne? Oder was? Nee. 9er Game ist das. Die Shira Tsuyu. Die Shira Tsuyu war das. Hey, was ist denn los? Pops. Warum schießen die nicht auf mich? Normal, wenn ich offen bin, schießen die immer auf mich. Ich muss aber sagen, für eine Alpha. Da habe ich schon schlechtere Spiele gesehen, die released werden. Für eine Alpha ist echt nicht schlecht. Aber ja, muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Wann kommen eigentlich die U-Boote raus im World of Warships? Wargamer, das kann auch ziemlich lange dauern. Das ist kein Arcade-Spiel, ne? So Star Citizen ist halt kein Arcade-Spiel. Oh, man, hier. Ja. Ja, ja, ich bin 6 Kilometer hinter dir. Ich kann dir sehr schlecht helfen, aber auf die Mayhem kann ich, ja.
Wenn du sofort stehen bleibst und nicht weiter nach vorne fährst, dann. Ja, es ist zu spät. Ich muss. Ja, aber ja, nicht weiter nach vorne fahren. Kein Hydro mehr. Die geht jetzt gleich kurz auf wieder. Ja, die sind hinterm Berg. Hat einen Ausfall? Na, ich konnte nicht genau treffen, weil sonst hätte ich sie überhaupt nicht getroffen. Also kann ich genau zielen. Und ich sag euch eins, Freunde, ne? Sobald es möglich ist, eine Etablissement zu führen, ist das, dann bin ich der Erste. Ja, wir wollen eine Raumstation, ne? Wir werden eine Organisation der freien Menschen. Eine ganze drücken. Raumstation als Etablissement, das bin ich nicht. Das wäre geil, oder? Die Sauna-Club im Weltall. Die Organisation der freien Menschen. Da sagt niemandem, was er zu tun hat. Aber jeder kann was machen. Er macht das schon, klar. Ja, komm, fick dich doch. Ganz im Ernst, in den Arsch, drei Zitarellen oder was? Erste Salve abgekackt. Da ist eine Sojus Mojus, die guckt böse auf mich. Die guckt böse auf mich. Was für ein Bullshit. Ach, Friedel der Große, ey. Merian ist hier gestanden. Fuck you, ganz im Ernst. Ja, ich hab dann Zeit, mal das zu machen, was ich jetzt könnte, nämlich richtig hart kotzen gehen. Ich bin gleich wieder da. Was zum Teufel? Will ich sagen, aber die Shira Tsuyu, das ist da hinten immer noch unterwegs. Wir haben nur drei Schlachtschiffe hier, wir haben gar nichts mehr hier, was spottet, nix. Ja, hier, die sind alle hier, da. Was für ein Luder. Das ist Luder. Luder. Ach, hier ist die Jugendmo auch schon. Ich kämpfe hier gegen drei, vier DDs gleichzeitig. Ja, danke, dass du jetzt den Kill, dir ist nächstes ein kleines Stück. Oh, hier ist die Shira Tsuyu. Das ist ja so interessant. Die ich nicht getroffen habe, übrigens, lustigerweise. Die Algerie, ne? Von einem Friedrich der Große am Arsch der Welt. Der andere Friedrich der Große auch am Arsch der Welt. Lächerlich. Lächerlich, lächerlich. Ich hab ein kleines Problem hier. Ich hab 3 DDs für mich. Ich werd gleich rausgetopft. Die Sojus kommt jetzt zu mir, die kommen alle jetzt zu mir. Tu was, ey. Ach, Glitch, ich kann nur noch sterben. Kann nichts mehr anderes machen. Egal was ich mache, ich bin gefickt. Dann eine Musashi, Alter, na klar. Warum schaffen es eigentlich deren 9er Schiffe vernünftig zu fahren und unsere nicht? Ich hab keine Ahnung. Wenn ich mir sehe, die Mayhem, die Yugumo kommt hier gleich schon. Hier kommt schon nächsten Top, siehst du, was soll ich, bin gleich tot. Ich hab. Echt keine Chance hier. Was sind die Algerie, die farmt mich da hinten ab, Alter. Kommt der nächste DD. Sashi kommt auch rum da hinten. Was für eine Brandwahrscheinlichkeit hat denn bitte schon die Algerie, Alter? Willst du mich verarschen oder was? Du kleiner Spasti-Fotze, ey.
Sobieski Soyuz. Hallo. Miyoko. Da, das hat jetzt gut getan. Heilige Scheiße. Zwei Salben für von der Gneisenau. Das ist ein unlustiges Spiel. Das musste so passieren, wie es aussah. Keine Zerstörer hier. Nichts. Null. One in a million. Eine Gneisenau, ne? Die trifft eh nichts. Das ist egal. Wie viel habt ihr für Star Citizen bezahlt? Also, hallo Titus, hallo Ende. Ich habe bisher für Star Citizen 60 Euro ausgegeben. Mehr war es nicht. Also, nicht viel. Ich frage mal Sharkyline. Das hey. Durchschlag war? Sharkyline. Ja, bitte. Nierpaar fragt, wie viel habt ihr für Star Citizen bezahlt? Ich habe ihm schon gesagt 60 Euro, aber ich habe vor, noch ein bisschen mehr zu investieren, jetzt nach 3 Jahren. Weil, jetzt glaube ich noch mehr dran. Wie viel ist es bei dir? Insgesamt? Knapp 200, glaube ich. Das geht eh, das ist ja nicht mal unvernünftig. Jetzt kommt die Soyuz zum Absnacken oder was? Oh, Bitch. Da habe ich für Battlefield 60 Euro bezahlt für 8 Stunden Spielnerv. Ich habe jetzt dieses Spiel mindestens 50 Mal gebrannt, Alter, ehrlich. Bin ich euer scheiß Ernst oder was? Hallo, ich wurde von der Gneisenau in 2 Salben gebalanced. Hab 24.000 Schaden gemacht, von der Gneisenau. Zuerst Zitadellen und dann die restlichen 9.000 in einer Salve. Jammer nicht mal. Ich hab die ganze Zeit gegen 4 DDs gekämpft, alleine, das war zumindest ein bisschen, dass wir wieder nichts. Gott sei Dank, das ist das Spiel zu Ende hier. Das ist noch nicht mal verloren, das ist auch noch der Joke. Du lächerlich, das Spiel, unsere Neuner sind so behindert. Ui. Unsere beiden Friedrich die Großen, weißt du, die haben alle Titel der Feigheit gesogen, als sie klein waren. Die haben sich das Illegale, haben sich das angesehen. So. Ein Stufe 8. Was gibt's denn auf Stufe 8 Lustiges? Oh. Oh ja, ich fahre die Mainz auf Stufe 8, solange ich noch kann. Ist lustig. Ich fahre die Hipper. Oh ja, hops. Sogar meine Freundin hat Star Citizen echt geholt. Ja. Naja. Das ist auch sehr vernünftig. Naja, die hat sogar 70 Euro bezahlt für eine 350 von Origin. Ist das Origin oder was? Ja, ja. Also ich glaube schon, nein. Das heißt so. Origin ist der Hersteller des Schiffes. Das Schiff ist. Das hat nichts mit EA zu tun. Ja. Nein, von wem ist denn das? Von welchem? Über Steam oder was läuft das? Nein, das ist Cloud Enterprises, wie heißt das? Cloud Industries. Roberts. Ja, ja, Cloud Industries. Na, warte. CIG. Cloud. Das ist. Wir betreiben ihr Spiel selbst, die haben keinen Publisher. Das ist euer deutsches Internet draußen. Die Streamqualität ist hervorragend, sagt Twitch. Hervorragend. Ah, Wahnsinn. Der Litchi da immer noch im Gefecht oder was? So. Ja, er schaut immer noch zu. Ja, ja. Ich warte schon die ganze Zeit bereit. Ich dachte, dass du jetzt hier. Ja, glaub, ja. Weniger denken, Litchi, mehr machen. Das ist die Stuttgarter, weißt du? Robert Space Industry. Ja, das ist, das gibt's auch innen, aber CIG muss die Firma sein. Kommst du nicht aus Stuttgart? Bist du jetzt nochmal, oder? Nee, ich komme nicht aus Stuttgart. Ich komme aus dem Rheinland, aus Oberhausen geboren und bin in Frankfurt. Da, schau mal. Da sind die Frankfurter, da. Ganz wichtig. Das ist Pflicht. Da sind die Frankfurter. Muss ich unten reinpacken, diesen Code. Kennt jemand einen Internet Stream Champions League? Was? No. Nein, wir nix Fußball. Kenn ich leider nicht. Ich glaube, wenn, dann nur auf irgendwelchen arabischen Servern tatsächlich, aber das, ja. Nee, jetzt ist krass. Also, ansonsten wird schwierig. Ansonsten ist, ja. Ja, bei uns muss man Rechte kaufen. Also, Twitch wird das wahrscheinlich auch unterbinden, wenn jemand Champions League streamen würde. Ohne Berechtigung. Ja, aber es gibt, nein, er fragt ja wegen Stream so gucken. Es gibt manche Länder, die zeigen ja die Champions League so. Echt? Ja, kannst du. Wird dann abgefangen, das Signal.
Achso, also doch illegal. Ja. Ja, illegal ist das schon. Ja. Wenn ich aus Versehen auf so einer Seite lande und dann einschlafe und dann ja, ja, merke, was kommt. Und das restreams dann. Ja, restream nicht. Achso. Das darfst du natürlich nicht machen. Irgendjemand muss das ja machen, das ist dann ja illegal. Oh mein Gott, wir sind Heitier. Hat schon irgendjemand von euch da draußen eigentlich den neuen Football Manager 2020 gespielt? Nö. Also das meint ihr euch da draußen? Euch gar nicht fragen. Ich frage die Leute da draußen. Wir spielen nicht sowas. Nö. Ich weiß, dass ihr sowas nicht spielt. Ich spiele gerne Fußball Manager gespielt. Ich manage gerne alles, aber nicht Fußball. Mit einem viel zu beschränkten Spielehorizont. Hast du mal Earth Lost gespielt? Ich habe Planeten, Sonnensysteme habe ich gemanagt. 180 Planeten habe ich gemanagt. Und eine Flotte von Millionen. Ja, da ist Fußballmanager, das ist so halb 8 Uhr morgens, Montag oder so. Ich bin begeistert. Wenn ich ihn raushole, um das morgendliche Geschäft zu erledigen, dann mache ich schnell Fußballmanager und das war's dann für den Rest des Tages. Habe ich alles erledigt. Für Fußballmanager. So eine Aufgabe ist das. Ja, das ist der Buff. Ja. Das Capcom Bacardi ist der Code, den du angeben musst, wenn du dir das beim Free Flight Wochenende ein... Ich dachte, der war extra nur für mich. Ja, das sowieso. Den habe ich extra für dich gemacht, Leche. Also, aber jetzt profitieren halt andere auch davon, ja. So. Keks, ich bin einfach ein richtiger Manager. Ob das jetzt Fußball ist oder sonst was, ich manage alles. Ich bin Stratege. Ich strategiere alles. Du strichnierst alles. Dankeschön, ihr Paar. Oh, guck mal, wir haben ein tanky Schlachtschiff dabei. Das ist auch schön. Ja, wir haben auch eine tanky Mainz dabei. Noch besser. Mal schauen, was da kommt. Diesmal bin ich nicht der Erste, der schießt. Ich schon. Ja, und dann drehst du sofort ab, habe ich gesehen. Was? Ich fahr weiter. Was? Ja, aber nach rechts oder so. Fahr weiter, wo ist also mein Kurs halt. Alter, die habe ich echt getroffen, ich habe sie nicht getroffen. Schlecht. Du schlecht. Lutschen! Ja, Charles Martel hat Brand. Ah, der Dr. Brausefrosch. Ganz genau, siehst du, Dr. Brausefrosch nimmt mich beim vollen Titel. Altes Managerhaus. Da habe ich den Ehrenmanager-Titel an der Universität Lüneburg bekommen. Ehrenmanager? Ehrenmanager kann ich mir für 50.000 kaufen. Also für 50.000 kaufe ich mir keinen genauso Ehrenmanager, da kaufe ich mir einen schottischen genauso Titel. Genauso wie Ehrendoktor, da würde ich auch kaufen für 50. Da kaufe ich mir einen Lord, kaufe ich mir da. Lord? Ja. Ich habe das vorgeschlagen vor ein paar Jahren. Ja, ja. Wir haben das auch ernsthaft durchdacht. Dann müssen wir uns alle hier im Streams, in den Streams müssen wir uns alle mit eurer Lordschaft ansprechen. Lord Sharky, Lord Prime, stell euch das mal vor. Ganz genau, Alter. Das Problem ist, alles auf dem Papier. Als wir dann gesagt haben, dann kaufen wir uns auch das dazugehörige Loch, da haben sie uns alle ausgedacht. Aber was ist ein schottischer Lord ohne sein Loch? Was für ein Loch? Ja, das heißt er. Loch Ness, Loch. Also die Tümpel. Oh mein Gott. Was will er von mir? Das ist ja Banaus, ne? Deswegen bin ich auch Ehrenmanager. Ich hab an ein anderes Loch gedacht, ja, ja. Gerade, aber egal. Du bist ein Schwein, das ist kein Lord, das ist der Unterschied. Ein Schweinelord. Echt, die Charles Martel brennt nicht ab. Was soll das? Sehr gut, jemand hat sie erlöst von meinem Leiden. Ja, was ist los, sie ist gerade draufgegangen, unsere Gallant. Ja, aber Niederpaar, da muss man, wenn jemand schöne Augen macht, dann muss man den auch heiraten und so, dann kriegst du den Lord. Aber das kann man sich nur kaufen. Du musst nur Besitz in einer Lordschaft haben, dann bist du heute schon Lord. Es tut mir leid, aber so viel Alkohol gibt's nicht mehr auf der Erde, damit ich mir eine englische Adlige. Lord Helmchen. Damit ich mir eine englische Adlige schön trinken kann. Also eine schottische nehmen.
Ja, das ist das Problem. Die sind doch alle inzuchtgeschädigt dadurch, das Mittelalter. Das ist alles. Was meint ihr, warum hier Charles Martel, wollte ich schon sagen, hier, warum Prinz Charles so fucking abstehende Ohren hat? Was kommt? Das ist, weil er als Kind die Ohren nicht zurückgeklebt worden sind, das ist ja ganz klar. Ja, Chamada ist neben mir. Ich bin unterwegs. Bist du für mich dazu? Oh, das ist auch so ein bisschen langweiliges Gefecht, oder täuscht das gerade? Ah, das ist die Karte. Ja, die Helena ist drin. Die Helena ist da unten. Das ist die Karte. Ich trink mal was. Helena ist auch offen. Helena ist nicht drin. Ist die Gatscha darüber gefahren? Dann ist das die Gatscha. Gadja Madja, oh, das ist noch ein Prinz Eugenio. Prinz Eugenio, Alter. Ah. Hallo Shop, ja, wir spielen schon Star Citizen. Also, jetzt nicht mega regelmäßig, aber letzten Patch haben wir reingeschaut. Kann ich mal bitte schon auf diese fucking Lightning schießen, dieses Vollfeld? Hab ich schon gerade. Aber ich glaube, es geht alles nie. Was ich drin. Problem ist, die Lightning ist viel zu dünn, die treffe ich nicht mehr rein, die Monarch kommt jetzt geschützt. Auch wieder durch. Also Friedrich, Amalfi, oh Gott, da ist noch die Gacha Manja. Die Gacha grüßt, tötet sie! Hätte lieber auf die schießen sollen, anstatt hier zu tippen, ich Idiot. Sehr gut. Naja, Gott, hast du gedacht, ne, mit deinen Torpedos? Mutter. Er hat mich getoppt. Deine Mutter ist wunderhübsch. Deine Mutter. Achtung, die Monarch kommt jetzt hier durch. Vielleicht können die und ich hier ein Funke geben. Ah, ich werde das wahrscheinlich hier nicht überleben. Naja, denke ich gerade. Ich mache eigentlich das, was die Schlacht beim Hit machen muss. Hallo, Exzellenz. Ja, das ist nicht Ghost Recon, das ist, weil Hannes hat die Grippe bekommen. Böse. Da müssen wir rumdisponieren, wir wollen nicht ohne ihn weiterspielen. Hallo, ich hab Videomaterial von Star Citizen, wie wir das spielen. Ich werde das schneiden, dann strafe ich euch alle Lügen. Beim Niederbayer, das ist. Niederbayer, ne? der sagt, wir lügen. Weswegen? Wegen, wir spielen Star Citizen, das ist eine Lüge, sagt er. Das ist. Wir haben schon länger nicht mehr reingeschaut, das stimmt. Ja, es ist jetzt ein Monat her oder so. Man schaut ja bei jedem Patch mal ein bisschen rein. Ist ja alles gut. Wir warten jetzt auf 3.72 oder so. Und dann, geil, schauen wir uns das vor Weihnachten nochmal an. Dann im Februar, wenn der Battlefield-Modus kommt, schauen wir es uns sowieso an. Dann können wir richtig loslegen. Bin ich der Einzige, der hier kämpft oder so? Ich kämpfe auch, aber die blöde Amalfi, die verspottet mich. Hilf mir doch, die verspottet mich. Die tötet mich jetzt. Die fährt vor und zurück und vor und zurück und immer wieder und immer püff und immer puff. Sie verspottet mich. Ich weiß nicht, was unsere Schlachtschiffe diese Runde gemacht haben. Was? Ich bin am B, Captain. Unsere Schlachtschiffe. Ja, du bist da, wo der Feind nicht ist. Hallo, ich habe eine Nürnberg jetzt wieder rausgenommen, ja? Jetzt wow. Nehme ich eine Hut als nächstes vor die wow. Flinte. Was Sechster. Ist denn los? Sechster jetzt? Hast du rausgekriegt. Wow. Ja, man fängt immer klein an. Später die Mainz, dann... Die Mainz eiert da hinten auch noch rum. Hallo, ich kämpfe da allein, ne? Hast du das gesehen? Ja, der Rest ist hinten. Natürlich kämpfst du allein. Jetzt ist... Das ist traurig. Hallo, Bibel, guten Abend. Schalke kann man nichts reichen machen. Dann kündige ich das an. Entschuldigung, bitte. Fluffy Power. Wenn der Kreuzer tanken muss, ja, dann läuft irgendwas falsch. Da. Ich will mal ganz kurz anfangen, ich meine, ich kriege hier besorgt noch was Süßes. Oh, da kommt die Prinzessin gegen. Was Süßes. Bumm. Was macht der immer mit seinem Mikro? Ja, es ist immer, wenn er es auf die Seite packt oder so. Was machst du denn da? Warum jagst du diesen fucking Träger, ey? Warum denn? Oh.
Ja. Nicht angewinkelt sein, keinen Schaden fressen. Voll angewinkelt sein. Also, besser angewinkelt sein, mehr Schaden fressen. Das ist super. Habe ich gelernt. Jetzt hab ich gelernt, wie Schiff wie Spiel geht. Jetzt müsste ich eigentlich mehr Schaden nehmen. Nehme ich gleich viel, nehme ich weniger, oder? Weißt du? Dann drehe ich rein. Da, das ist, wenn er aus dem Poppes zieht. Ja, ganz genau. Immer auf die Kleinen, die Nürnberg hat nichts getan. Ja und? Musste aber raus, war ein Feind. So, wo ist jetzt die Lightning? Kann ja auch keiner gucken, ne? Keiner ein Radar hier, nix. Ich hab Hydra, ich komm gleich. Also, ich steht direkt hier vor dem Felsen. Oh, die Duke geht, okay. Ich sag's dir. Kommt die nach vorne oder was macht die? Nee, sie fährt weg. Aber ich denke mal, so wie die Duke jetzt, glaube ich, toppen nochmal. Weil sie hatte noch viel geschmissen. Wir haben zwei Caps, ich will nicht angreifen, die sollen kommen. Oh, das wird kritisch. Die Mainz ist nicht russisch genug. Die Mainz ist gut. Hallo, Sanja, Mai. Oh, komm, geh auf. Bisschen was ging drüber. Nicht den blöden Italiener hinterherfahren. Der kann machen, was er will. Der Italiener kriegt eine. Rumshop, hast du auch Star Citizen? Ich muss mich mal da drin hintersetzen und unser Ding da aufbauen, Stück für Stück. Ja, es wird keine straff organisierte. Wir wollen nur Spaß haben, ne? Nur Spaß haben. Nur Spaß haben, nur Spaß haben. Ne, nicht so piff, paff, puff. Schönen Gruß an dich, schönen Gruß an Quai. Kein Ghost, also hättest du doch Zeit gehabt. Ja, nee, wir spielen ja so oder so. Ja, wir spielen kein Ghost, weil unser vierter Mann ausgefallen ist. Ja? Krankheitsbedingt. Genau. Ja. Wir wollten das zusammen durchmachen, von daher haben uns dann für sowas entschieden. Naja, ein paar Schiffe versenken ist ja auch mal ganz nett. So. Weißt du, es wäre schnell gegangen, dass ich die Fresse poliert hätte? Ja, natürlich. Aber übrigens, für alle Interessierten, wir werden wahrscheinlich irgendwann in Zukunft. Irgendwann in Zukunft ist auch so eine geile Aussage. In Red Dead Redemption Online. Also, Red Dead Redemption 2. Wenn wir einen Fight Club aufmachen, wenn wir uns eines Abends mal alle treffen und dann Boxkämpfe veranstalten. Ich hab geglaubt, du und vier klappt auch euch in echt aufs Maul. Das hat sich so aufgehört, jetzt würdet ihr das machen. Ja, machen wir auch in Red Dead Online, ja. Nein, in echt. Das hat sich da, ich hab mich schon gefragt, warum schreibt ein Theo da Boxkampf gegen Schalke? Der hat das sicher wieder vergessen. Niederball meinte, ich soll ein Video zu Hearts of Iron Anwerbung machen. Soll ich das machen, Schalke? Da werden sich viel zu viele Leute melden. Wir brauchen ja nur 2-3. Ja, mach das. Ja, wir suchen dann aus. Wir machen dann Casting. Ah, oh Gott, du machst das Casting. Mir ist das zu viel. Casting-Couch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Frau. In der Runde. Nein, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir. Frauen machen alles kompliziert. Nein, brauchen wir nicht. Außer du, Schatz. Dich habe ich gern. Übrigens, klar, ein Geheimtipp für alle Leute, die Aufbauspiele mögen, oder sich generell so ein bisschen mit Transportaufbauspielen beschäftigen wollen. Am 11. Dezember kommt Transport Fever 2 raus. Richtig geil.
Herzdot, vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich weiß gar nicht, warum es ja keine Follow-Alarm mehr gibt. Das ist ja ein Witz. Oder kam da was? Nee, ich habe nichts gehört. Hast du was gehört? Ja, unsere meine Schlachtschiffe haben sich rausgehalten, weißt du. Was ist los? Wir haben doch gewonnen. Was ist denn los? Ja, nichts. Alles gut. Alles gut. Alles entspannt. Oh, aber die Laser waren in ihr. Ja, ist klar. Das ist auch das einzige Gefecht, wo ich ziemlich früh raus bin. Das war ja auch 7 gegen 9. Ah, ja. Yes. Oh, ja, Mogador. Nicht mehr lange, dann habe ich eine Kleber. 8 vs. 8 Schreibquote in Häufiger. Die Jarvin-Methode wenden wir an. Ja, das ist nicht so gut. Ach, Shop, wir machen keine richtigen Templates. Hey, Shop, spielst du eigentlich Hearts of Iron? Willst du mitfahren oder mitspielen? Aber nur, wenn du Roleplay beherrschst, ein gutes Mikro hast. Was sind noch und Zeit am Sonntag. Und Zeit am Sonntag. Wir spielen immer von 19 Uhr bis 22 Uhr, außer wenn Smasher Nachtschicht hat, dann nur bis 21 Uhr. Das sind quasi die ganz wenigen Aufnahmebedingungen. Roleplay, das Land so führen, wie man es führen würde. Ich dachte schon, Litchi legt gleich wieder los, wenn ich wieder beginne. Oh. Und wir machen keine OP-Templates. Ne? OP-Templates sind verboten. Ja. Keine Atombombe für Niederbayern. Ja, das war frech. Der Brudermord, ich fühl das Messer immer noch im Rücken. Wollen wir hart durchpushen oder? Ja, können wir gerne machen. Ich war schon Chucky vorweg, André irgendwo hinten. Hallo, ich bin der Mogador, ich unterstütze das natürlich, wo ich kann, aber dass ich nicht an der Stelle rein YOLO, das ist wohl klar, oder? Es ist der Shop hat generell schon Zeit, also immer von 19 Uhr, aber nicht nächstes Wochenende und nicht übernächstes Wochenende, wir machen jetzt 2 Wochen Pause. Das ist quasi unsere Weihnachtspause. Und natürlich Heiligabend oder sowas, aber Silvester wird auch nicht gespielt, wenn das darauf fallen würde. Hat es auch bei einem Roleplay, ja genau. Jeden Vollmond wird auch nicht gespielt, da müssen wir Jungfrauen opfern. Ja, und ich kann da nicht, weil da verwandle ich mich und da muss ich essen fürs restliche Monat. Hearts of Iron Roleplay, ja, Fischi. Die Jungs spielen am Roleplay. Wie waren eigentlich die Weihnachtsfeiern? Ah, feucht fröhlich. Bei dir, Schalke? Entspannt. Ich hab ja nicht getrunken. Ich auch nicht. Also so wenig, das kann man nicht trinken. Hat sich nicht so angehört. Also. hat sich nicht so angefühlt wie trinken. Grüße vom Eichhorsch an Chucky und André. Grüße zurück. Danke. Und Rusty habe ich nicht gesehen mit Vizekusen. Da. Und Servus. A weg und fällt über C, die ganze Karte unterstützt gegen. Ja, das ist Kargas, das hast du nur noch runter. Oh, Camping, hinter Insel, bei A. Naja, dann fahr ich halt links raus. Ich fahr links raus und baller die weg von außen. Oh, Moskau kommt aber hart rein. Die nix, Campy, die wolle Breitseite zeigen. Was, ja, wo? Da, Moskau. Seh ich. Oh, ich hab zu. Schmeck ich. Ja, old. Moin, grüß dich. Ich hab zu hoch gezogen, die fliegen drüber, oder? Deck mega hart breit, Alter. Was ist los mit der? Nee, nicht mega breit, aber. Die Taschkent. Wir sind nur halb, was gereicht. Hochziehen wieder, bitte. Ja, ich muss da so hin, Moment. Muss ein bisschen ausweichen, da nehme ich dich lieber mit. Das ist auch wie ausweichen, weißt du? Was hatten die da jetzt vorgehabt? Ich überlebe eine Breitseitenfahrt nicht. Wahrscheinlich eine Wette. Kanon ist tot. Wahnsinn. Es hat sich angeführt wie trinken, Dr. Brausefrosch, ne? Hab schon eine SMS an die Geschäftsstelle gestellt. Oho, Trainer wird wohl heute entlassen, wa?
Ratschad-Relais, Ratschad geregelt. Max Schabler, vielen Dank für deinen Follow. Welche kleine Lutscher schießt du gleich auf mich? Ich schau gleich danach, was, warum das da hier angezeigt wird. Lächerlich. Halt die Fresse, Junge, was ist los mit dir? Oh, Taschkent. Also mir ist das egal, wenn ich jetzt gleich schieße, ist mir scheißegal, ob ich pink werde. Leute? Ja? Ja, sowieso noch die Tür besser draußen, das ist in die Taschkent. Ich fahr durch A und fahr dann mit dem B quasi schon. Ja, ich würde gerne, aber ich kann hier nicht, weil die Neptun behindert mich hier wie ein Stück. Wie ein Stück Kot. Danke. Hallo? Oh, eine Booster. Ja, notfalls farme ich die scheiß Tirpitz alleine da ab. Oh, irgendwie mal der Taschkent richtig gut gezogen, ey. Ja, das war super sexy. Die schießt jetzt HE, ist das ihr? Really? Wer, ja, Tirpitz oder? Ja, Mann. Ich schieß schon die ganze Zeit HE, hab ich doch gesagt. Die hat auch den einen Brand gelöscht. Die hat den einen Brand gelöscht. Das ist auch immer das Gewehklang, Alter. Das ist. Sind das jetzt deine neuen Vikings oder was? Nee, kann ich noch gar nicht, SGB. Ist vielleicht ein guter Plan, wer weiß das schon. Ich wollte dich auch nicht schlecht reden. Das ist. Ach, sehr schön. Scheiße, hab ich schlecht. Ich schmeiße vor 10 Kilometer seine 16 Meter Drops. Ich sehe schon kommen. Würde ja gern weiter Apfel schießen, aber. Haie schießen, aber wenn die so breit zeigt, dann. Also er macht einen Brand, willst du mich verscheißen? Er macht ich natürlich jetzt einen dritten Brand. Ah, sehr gut. Falls ihn die Frau lässt, nee, glaube ich nicht, das wird nichts. Ganz im Ernst, die Schützen, die sind echt gut. Die Sekundärschützen von der Tirpitz. Die wissen genau, wohin man ausweicht. Dankeschön. Und noch und ein wieder Brand. Ein Brand. Ich rauch. Doppelbrand. Das gibt's doch nicht. Von hallo Schnecke. Das ist. Tja, Hitchen, wenn dich Wargaming. Na, du weißt was, dann aber holla die Waldfee, ne? Dann, wo die Taschkent ist, weiß keiner, ne? Ja, die ist irgendwo vor mir. Ja, die ist auch irgendwo vor mir. Das ist ein Problem. Ja, du hast. das ist zu früh, Litschi. Vielleicht ist sie ja drin. Das ist gut. Ich weiß wenigstens, dass sie nicht in meiner unmittelbaren Nähe ist. Beruhigt mich. Siehst du. Ein ruhiger Krieger. Hallo, ein ruhiger Krieger, ne? Ja, ein ruhiger Krieger ist ein ruhiger Krieger. Kann Zeugwart machen, ja, Rusty. Ich könnte Zeugwart machen. Ein lauter Krieger ist ein lauter Krieger. Hallo, Warrior. Hey Sharky, willst du auch mal kämpfen? Keinen Schaden genommen oder was? Was kämpfst du denn da hinten rum? Positioning, mein Freund. Positioning am Arsch. Da hinten sagt er vor allen Dingen, weißt du, ich bin in der gegnerischen Hälfte, Alter. Ja, ich hab 14k schon nur noch, ne? Du bist halt noch kein CC-Legi. Wieso? Was hat denn das damit zu tun? Ja. Will ja auch nicht unbedingt CC. Schau. Da. Taschkent. Die kriegen alles in den Puppes geschoben. Ja, der Turmfall. Ja, ist doch schön für die. Ja. Weißt du, wie groß der Puppe jetzt ist? Weißt du das gerade? 8 Kilometer hat die. Ja gut, dann komme ich ja noch raus aus dem Zappelus. Nee, 6. Also ich glaube, die hat 8. Ach so, ja. Ein lauter Krieger ist schnell ein toter Krieger. Ja. Ach, ich komme ja dem Schaden nicht hinterher. Wie schlecht ist denn das Gegnerteam jetzt? Das was alle CCs haben einen Vertrag mit der Claudia Cardinale. Wer ist das? Macht die diese Kardinalsschnitten, die guten. Claudia Cardinale. So, jetzt schau ich mal da kurz nach. Die Leute haben auch immer neue Fantasien, ne? So muss das, sonst ist das Leben ja langweilig und bescheiden. So ist es. Log in with Twitch. 6 Abpraller. Fuck you, Wargaming. Kacken. Ach.
Jetzt muss ich scheiß das Secondary Reiser. Guck mal, die Zeti versucht schon wieder unseren Träger zu löschen, das ist doch schön. Du hast ja auch gute Secondary Schalke. Aber ich bin noch nicht in Reichweite. Wo ist denn der gegnerische Träger? Hat jemand aufgepasst, woher die Flugzeuge kommen, oder? Ja, Litschi, das war zuletzt, oder? Das wird jetzt hoffentlich nicht. Ja, Feuer. Wird sicher gleich wieder gelöscht. Oh ja, ich hab abgesnackt. Ganz stolz. Oh ja, ich hab abgesnackt. Ja, hallo? Ich hab voll wenig Schaden gemacht diese Runde, Alter. Was ist da los mit den Gegnern? Ich weiß nicht. Die machen so Erdrutsch-Siege keinen Spaß. Wo ist die Implacable? Irgendwo Ach, da hinten. Da ist sie. Irgendwo da hinten. Endlich mal ein Treffer, der sich gelohnt hat, ey. Ich fahr da gar nicht rein, da bin ich nur Opfer im Placeable. Und das. Pah. Hallo, Erik. 1938 geboren und sah früher mal gut aus. Ich hab keine Ahnung, Leute, ich kenne die gute Dame nicht. Fluffy Power. Ich hab die nicht getestet, den Buff der deutschen BWS. Außer im vorherigen Gefecht, da wo ich die Gneisen rausgeschossen hat. Aber das war fake. Galle, vielen Dank für dein Follow. So. Tja, das war ein Satz mit X, ne? Zufriedenstellend war das auf jeden Fall nicht. Ja, aber schau mal, kein einziger von unserem Team ist gestorben und der Schlechteste hat 859 Punkte von uns und ist immer noch am Leben. Das Gegnerteam war einfach alle unter 500 Punkte, bis auf den Ersten. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Das ist richtig mies, ja. Ja. Da wäre ich fast lieber im Gegnerteam gewesen, da hätte man mehr Schaden gemacht. Ja, wäre vielleicht auch zu. Ah, Lichetti Kleber. Yeah, Kleber! OP oder was? Auf Kleber, ist so OP. Steht irgendwo einer an der Insel und du kannst da so rumfahren. Voll Speedboost rein und raus mit den Torps. Bumm, viel Power. Ja, weißt du. Ja, aber ich meine, wer steht schon hinter der Insel? Niemand. Oder ich, diese Runde. Ah, oh, wunderbar. Ah, ein bisschen Wust. Ich bin gerade angetickert hier. Ah, super. Ich hoffe, die fliegen mich an. Beiträge, Alter, ehrlich. Really? Was? Ah, und dann auch noch Standardgefecht. Das wird ein tolles Gefecht. Ich sag's euch, das wird ein tolles Gefecht. Das wird ein super Gefecht. Das Lied vom Toten gespielt. Habe ich heute eine schlechte Verbindung gehabt? Nein, ich habe eine gute. Was habt ihr mit dem? Das läuft alles super. Ja, das ist in Deutschland, gibt es anscheinend Probleme. Das ist ja bei mir auch. Ja, die haben momentan alle Probleme, ja. Ganz viel. Hallo, Akula. Vodafone und so. Du hörst mich abgehackt. Also, ich höre dich ganz normal. Muss mal F5 drücken, Code. Ja, alles. Ich höre auch dich normal, Schacken. Wohin fahren wir denn? Es gibt nichts zu tun, ne? Gar nichts. Ja, ich fahre Richtung A, da in dem Bereich. Fahre hier so, da. Ja, okay, dann fahre ich auch Richtung A. Da ist eh nicht Des Moines auf der Seite, ja, ja. Weißt du was, ich fahre zur hinten, zur Minotaur. Man muss immer das Beste draus machen, ne? So ist es uns hier zu wenig und die Aikizuki ist AFK. Bis jetzt. Warum sagst du immer Aikizuki? Heißt das so? Spricht man das in Japanisch so aus? Aikizuki. Nicht das kann, das ist ein Akizuki, ja gut. Das ist kein I vor dem K. Ja, aber vielleicht ist es in Japanisch, Aki, sagt man das so. Ja, ich sag manchmal Aiki. Nicht Akizuki, sondern Akizuki. Akizuki, sagt man das so. Das ist nicht C. Schon Japaner. Akizuki. Ja, Lichi ist ja ein halber Japaner, deswegen. Ja, das weiß ich. Er ist dreiviertel Australier, halber Japaner und. Und ein bisschen Nordkoreaner. Aber nur wegen der politischen Einstellung, ja. Oh, hier ist schon was.
Lichis Großcousin ist Kim Jong-Soon. Ja, von dem hat er auch die Tänze gelernt. Was ist denn laut? Da. War jetzt zu Memes. Oder Nims. Hamisaurus. Ja, die fahren ja nur dahin. Alles gut, ich schon. Immer mit der Ruhe. Was, ich bin nur bei Perfis, damit du auf dem Band bist. Oh, lass hey, mal so probieren. Lass mal probieren. Geschenke verteilen. Geschenke werden verteilt. Wir verteilen Geschenke. Das Center. Also irgendwas ist schon hier. Und da ist eine Minotaurer. Friendly Tarps incoming. Ja, Schalke, was fährt ein Schalke? Ach nein, keine Gefahr. Hard spotted. Vor. Voila. Oh, hallo, guck mal. Ich hab mir selbst was geschenkt, das ist auch schön. Also nicht, ich mir nicht, aber ich, egal. Bremst. Mit rückwärts. Nee, ach, fick dich doch, Haragumo. Ja, aber gerade dasselbe sagen. Hallo, vor, zurück. Wo sind wir denn hier? Geaimt, Kollege. Halt er wieder an. Haragumo. Habt ihr eure Kanonen drauf? Weil dann pushen sie. Ja. Denkt am Tops? Ja, Moment. Du musst nicht pushen. Ich bin gleich in Radarreichweite. Immer gut. Immer gut und immer sexy. Moment. Ja, der Prime hat seinen eigenen Torpedo-Glauben aufgebaut. So, hopp. Radar is on, bitches. Shots fired. Ja, das ist das Team, die in dich spielen. Ne? Einfach mal einen wegstecken fürs Team. Minotaur geht auf. Vollgas! Minotaur, Roma. Einfach mal einen wegstecken fürs Team. So, hast du auf Small gekriegt? Ja, ich habe einen scheiß Torpedo gelootchant. Komm, noch ein Torpedo. Ja, hab ich gesehen, das ist ein Problem. Muss noch ein Torpedo gelutscht? Ja. Das ist problematisch gewesen. Die Mino haben wir jetzt im Petto, oder? Problem ist, die Mino der Smoky gleich sowieso ist auch in Torpedo Range und dann. Komm, fahr doch zurück! Ich hab's Mino getaucht, das schon. Das ist blöd. Warum fährt mein Scheißschiff nicht zurück? Rückwärtsgang kaputt. Ich glaube auch. Gut, dass ich nicht nach draußen gefahren bin und habe mich die Roma fertig gemacht. Amerikaner können nur vorwärts. Oh Gott, da kommt ein Bios. Roma hat brennt. Minus hat er nicht. Ja, Minus abgehauen. Ja, cooler, keine Ahnung. Man weiß nicht, was Wargaming da vorreitet, aber ich denke mal nicht. Die werden nicht zuerst so ein teures Replay gemacht haben, Rework gemacht haben für die Träger und dann U-Boote reinzubringen und die Träger rauszunehmen. Vielleicht eine Zeit lang, man weiß es nicht. Vielleicht gibt es Träger und U-Boot-Seasons getrennt voneinander. Die kommen hier hoch, ne? Sehr gut, Kurt, wir kommen zurück. Ich bin immer noch offen, hardspotted. Das heißt, die Mino fährt vor uns weg, so gesehen. Ja, aber das Große des Teams ist auf der anderen Seite, deswegen ist es besser, wenn wir da hin müssen. Ja, wir müssen ein bisschen mittig ziehen, ja. Ich hab einen Träger offen. Obwohl, wenn wir deren Cap-Punkt anfahren, dann sollten wir eigentlich zurückkommen. Ah, ja, komm, wir fahren zurück. Scheiße. Ja, mittig ist ein bisschen schwierig, weißt du? Ja, wir fahren zurück, wir müssen zurückfahren, die sind gleich an unserem Cap dran. Mino. Was ist denn da? Die Träger. Was macht Lichi schon mit dem Träger, oder?
Eigentlich schon, wenn er offen bleibt. Er brennt auf jeden Fall. Lass dich nur noch von der Mino abfarmen, dann ist alles gut. Oh, die Stalingrad kommt durch die Mitte. Schau nicht so blöd hier. Stalingrad. Mino kommt wieder zurück. Geht wieder in derselben Ecke. Muss ja zuerst helfen, die Dämonen zu erledigen. Wir haben ja noch ein Problem mit einem DD, die Benson ist auch da, ne? Ja, shit. Ich kann nicht durchschießen, ne? Hier Spaß kriegen wir. Hey, 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 hier hinten, siehst du das? Das ist wichtig. Ja, ja. Weil da kommt auch noch Benson und Stalingrad. Bin schon unterwegs. Irgendwas ist bei uns im Cap drin. Ja, die Benson. Okay. Fang mich nicht an. Mach doch das, was ich sage, verdammt! Nein, ich bin doch nicht an. Ich habe deine Kinder nicht gefressen. Boah, ja, komm schon, Wargaming verarscht mich wieder, oder was? Diese Streuung auf einem... Komm schon. Ja, ehrlich. Unsere Monarchie. Ja, komm schon! Zeig uns aus. Was mit der Benson? Ja. Weiß nicht, wem ich hier vögeln muss, damit hier einfach die Schiffe geschossen wird. Bisschen hart hier gerade. Ich weiß. Ich versuche gerade hier die. Dining gerade zu machen. Oh, die Minotaur hat mich gesmoked. Das ist nicer, da ist er, aber die Stalingrad hat natürlich Radar, Aber läuft, ja. Sehr gut, Herr Prime, sehr gut. Mino raus. Hey, Pit, grüß dich. Was? Leute, Taktik und Mädchen. Natürlich! Uiuiui. Was auf die Kombi auch rein? Ja, da ist auch noch die Baltimore, also. Die haben mich jetzt zum Fressen gern. Stalingrad kommt für mich. Ah, da ist noch die Daring, ja, das war's für mich. Die hat echt hinter der Insel gedreht, die Stalingrad. Hm, no way, keine Ahnung, was. Ah. Schwierig. Hallo Roadrunner! Die Daring. Hallo Grash King. Wir haben so viele Schiffe verloren, ja? Ja. Wer ist mal zum Captain, wenn ich mal so fragen darf? Aber jetzt die Daring, okay. Ja, Krotov. Wow. Keine Chance. Beim Replay wäre viel möglich gewesen, aber sie haben nicht das Schlechteste draus gemacht, sagen wir so. 100 PK. Ist die scheiß Honkerer schießt noch mit Dings, was mit Haie auf mich, Alter. Ja. Verpiss dich. Hau ab. Sehr gut, Schalke. Da, vor dir ist jetzt noch die Daring. Ja, ich weiß. Mit ihren Torpedos, ja. Weiß ich, und ich werde 2 lutschen, ja, das war's. 3 werde ich sogar lutschen. Lutschen! Nein, nur 2. Wo ist der Super Heal? Oh, repariert. Super Heal war schon aufgebraucht. Fluffy Power! Nochmal, oder was? Ja, das war, wir haben schlecht gespielt. Ja. Dankeschön, Roadrunner. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Dankeschön. Ich habe halt viel Druck unten aufgebaut. Es sind einige umgedreht, aber nicht alle. Aber keine Ahnung, was unser Team gemacht hat. Wir sind die verreckt auf der anderen Seite. Ja. Haben wir uns zu lange Zeit gelassen? Sind wir schuld? Haben wir uns zu lange Zeit gelassen mit Umdrehen?
Wahrscheinlich. Wir sind eh in den ersten 5 Minuten nachher rumgedreht. Wahrscheinlich sind wir zu direkt umgedreht. Wir hätten wahrscheinlich unten fahren müssen. Nein, aber schau, es ist 8 Minuten Restzeit ist noch. Das bedeutet, wir haben 6 Minuten hier gekämpft. Das bedeutet, wir sind nach 6 Minuten umgedreht. Das ist jetzt nicht viel. Meistens passiert in den ersten 6 Minuten eh nichts, außer Nase bohren und... Oh, schau auf die Karte. Hm. Also ich bin im Hafen. Ja, okay. Ja, komm. Hallo, Pau, die Pade. Ja, kann ich machen. Zeig ich dir danach. Sie hat Liste Stufe 8, Stufe 9, oder? Die fahre ich ähnlich. Also, ja, Stufe 9. Ist ein gutes Schiff. Kann ich gerne machen. Danach müssen wir Stufe 9 fahren. Okay. Ja. Da, dann fahre ich was Lustiges. Ja, kannst du mal kurz Mike reinziehen? Mal ganz kurz Mike reinziehen, dass wir hier was besprechen. Jojo. Hallo. Hi, Mike. Hallo, Mike, Sharky. Mike, wir sind noch am Stream. Hallo. Ja. Wir quatschen dann, wenn wir fertig sind. Du kannst das auch hier machen, ja? Ich bin interessiert. Was ist los? Nichts, Mike möchte meine Grafikkarte kaufen. Ah, oh ja. Was hast du denn für welche? Also in dem PC bei meinen Eltern ist eine alte Radeon R9 290X drin und die muss dringend ersetzt werden. Oh ja, das ist ja keine schlechte Karte. Ein Fan. Ich kann starten, ne? Ja, leg los. Ja, ist cool. Und bleibst quasi in der Familie, die 1080T. Die bleibt in der Familie bei mir, ja. bei mir. Na, bei mir ja auf meinem Rechner, den ich jetzt nutze, da habe ich eine 2070 Ti im SRI-Verbund. Fanatisch. Fanatisch, Mike. Du weißt, für World of Warships ist das OP. Das gibt dir nichts. Aber naja, na passt, das ist gut. Ich freue mich scheiße, dass du jemanden gefunden hast. Das sind seine VHSD-Hacks. Ah. Na gut, Mike, wir quatschen später, habe ich gesagt. Ja, alles klar. Machen wir jetzt nicht hier. Ich wollte nur Bescheid sagen, nicht, dass du wartest und denkst, so, wo bleibt der denn? Nö, ich bin ja bis so 1 Uhr immer meistens mal hier. Ja, alles klar. Dann bis später. Bis später. Oh, ich hab Krampf im Oberschenkel, ich komm gleich wieder. Was? Das ist fies, das ist fies. Oh, der Arme. Stell dir mal vor, würde ich jetzt einen kriegen. Wie soll ich das machen? Ich würde da komplett einknicken. Ich würde gar nicht mehr hochkommen. Ja, Krampf im Oberschenkel ist schon außergewöhnlich. Nö, außergewöhnlich nicht, aber es ist halt sehr, sehr schmerzhaft. Vor allem, wenn er unten zieht, weg in dem hinteren Schenkel. Das muss mehr Magnesium muss er essen. Jupp. Krampf im Oberschenkel, klar. Was sind das hier? Zwei AFK-Schiffe oder was schon wieder hier? Meine Güte, nee. Ach, da bin ich wieder. BB. Ah, shit. Das ist fies. Weißt du, was bei Krampf hilft? Magnesium. Keine Schmerzen Nein, zeigen. Kein Magnesium. Keine Schwäche zeigen. Nimmst dir einfach eine Gabel und rammst sie mir voller Woche. Oh, Wahnsinn. Nimmt man das jetzt so, war aber sehr schnell. Dann löse ich den Krampf auch. Nee, der Oberschenkel kann sehr schnell kommen und dann. Geht's eigentlich wieder. Bin offen. Das... Ich hab manchmal das Problem, dass wenn ich. Also sehr selten eigentlich, aber manchmal habe ich das Problem, wenn ich schlafe und dann habe ich Unterschenkelkrämpfe manchmal. Das ist dann auch ziemlich übel, wenn du aus dem Schlaf rausgerissen wirst, weißt du? Das glaube ich dir sofort, ja. Oh, ich werde nicht alt. Das ist die. Hallo Heaven, das ist die Batman Challenge, kennt ihr die? Das ist so trainieren wie Batman und so reich werden wie Batman. Das ist die Batman Challenge. Die mache ich gerade. Klappt beides nicht so gut. Ja? Bitte? Problemchen, viele Ideen im Spiel, Problemchen. Ja, komm, du hast Hydro, warte kurz.
Ah, ich mache auch schon die Hydro gerade an, weil ich sehe schon die ersten Torpedos hier. Da steht eine dreckige Lutscherin von Italiano in ihrem Nebel, der sowieso gleich aus ist, wahrscheinlich. Niederbayer, mach's gut. Niederbayer, mach's gut. Ciao, Domi. Ja, Niederbayer, die ersten 100k habe ich schon, das ist kein Thema. Aber das Trainieren ist hart. Es fehlen noch die restlichen 583 Millionen. Keine Ahnung, wie reich Batman ist. Batman ist nicht reich. Bruce Wayne ist reich. Ganz genau. extra Schlaf für gute Nächte. Wir machen so Zeit, die schlafen, was ist mit den Leuten? Ja, ich bin auch müde. Ich treffe auch nichts heute. Ich bin voll fit? Oh, ja, du hast den ganzen Tag Zeit, sich zu erholen. Ich hab Urlaub, ja. Ja. Urlaub, Zwangsurlaub heißt er. Aber ich stehe trotzdem um. Würde ich auch machen, wenn ich wenn ich um 10 Uhr wieder schlafen gehen kann. Das ist kein Problem. Ja, wir müssen ja pushen. Oder umdrehen. Ihr müsst, die sind alle hier auf der Seite. Die sind alle mittig, relativ. Alle relativ mittig. Ja, die Karte ist so klein, das ist das Problem. Google sagt, Batman ist 8,3 Milliarden schwer. Oh, heilige Scheiße. Portokasse. Ja, ich glaube auch. Es ist so ein... Es ist easy. Hallo, Schalke, ich bin da. Ja, ich sehe dich. I see you. Earring mit Murica... Mit Murica-Tarnung. Außen muss noch ein Zerstörer sein, glaube ich. Ja, da kann man... Den baue ich schon. Echt jetzt? Niemand trifft die Gear, irgendwie weichen die aus. Die muss ja richtig gut ausweichen, da. Wirst du wahrscheinlich auch nicht treffen. Ich treffe immer was. Aber ich habe die Entschuldigung, deutsche Streuung. CC RNG. Ja, Ausreden sind mir aus dem Verlegen. Wirklich? Die muss ja dreimal getroffen worden sein von mir. Ja, jetzt weil aber. Der Name ist geil, Sailor Bear. Es ist Sailor Moon. Da ist die Fletcher. Oh ja, ist außen. Komm schon, Gearing, verrecke. Sehr gut. Das Konkurrent habe ich nicht getroffen, Alter. Oh, Bismarck, du bist so. Ja, jetzt müssen wir abbauen. Ja, ich weiß. Aber ich kann nicht da drüben, ne? Jetzt nur gern. muss einmal kurz ein Dreherli machen, weil der Großteil ist außen rumgefahren. Siehst du? Die wären für mich bestimmt gewesen. Das ist diese Streuung, Alter, ehrlich. Manchmal liebe ich die Streuung der Kurve, manchmal hasse ich sie gerne. War diese ganzen Ithaka hier, ey. Chima, raus aus dem Smoke, komm schon. Wenn die jetzt drauf geht, sind wir am Arsch. Richie, du musst da weg. Ich bin doch schon Vollgas. Kalt doch schon die ganze Zeit. Ich hätte gerne nochmal einen Brand. Video läuft. Scheiß Ithaka geht mir auf die Eier. Wir gehen zwei Zandra und einen scheiß Konker auf. Ich komm gleich und helfe euch, nachdem ich die Fletcher rausgepumst habe, aber. Alles gut, meine Kurve ist hat sich gefangen. 1,2 Millionen Dollar, okay. Hüpft wieder.
Ja, das ist nächste Woche dann oder so. Nächste Woche in 300-400 Jahren. Nicht mal dann wahrscheinlich. Feuer? Ja, die hat einen Brenntopf. Vielleicht schon, geh auf. Komm, verrecke, Fletcher. Booster ist auch noch geil, ja. Yes, Fletcher ist raus. Oh, hallo, Christoph. So, Mädels, nicht sterben, ich komme. Das höre ich schon seit Minute 2. Ich habe die Fletcher, da hatte ich einen Krampf, aber ich habe die Fletcher rausgeholt. Ich bin gerade hier mit HE abgefahren von allen Boys und Girls. Ich nur du. Ach, bis morgen, okay, ehrlich jetzt. Ja, wir müssen nicht overextenden. Wir hatten 3 Caps, wir holen uns jetzt in die Arc, das A-Cap und dann ist gut. Bin schon am Upgraden. Bin schon am Upgraden. Ah, mal schauen, ob da überhaupt noch was geht. Nein, Christoph, ich habe keine Zeit, um die neue Streuung zu testen. Ich werde das dann dies wirklich so machen wie alle anderen. Oha. Und sie im Spiel testen. Hilft alles nichts. Bin die nächsten 2 Wochen vollkommen ausgebucht, was Freizeit betrifft. Wenn ich mal Freizeit habe, heißt das. Nix mit Testen. Ich habe Testschiffe sogar noch. Kack von Sandra und Conqueror. Lecco mio. Die freche Dämonen, Alter. Oh, die können machen, was sie wollen, oder was? Ja, jetzt bremst sie ab, oder was? Was hast du gemacht? Die bremst jetzt ab. Oh, Geist. Ich brenne ab. Ja, die brennt nicht ab, die bremst von der, ab. Ich werde von einem Wooster abgefahren, ich werde von einer Dämonen abgefahren. Ich habe keinen Lust mehr, ganz ehrlich. Weg. Oh, alles gut. Die Dämonen habe ich erledigt. Und die Wooster sind noch da. Ja, sorry, eins nach dem anderen. Nein, das war nicht an dich gerichtet. Ah, da muss ich mal runter. Kämpft halt in ihrer scheiß Ecke. Muss jetzt hier mal hochdrehen, ein bisschen. Bismarck wird es mir jetzt wahrscheinlich hergeben. Wir müssen die scheiß Brindisi erledigen. Aber das wird vielleicht die. Hoffe ich doch. Nein. Das hoffe ich doch, dass hat sie das nicht, wird. Hat sie nicht geschafft. Ich brenne, ja, Nabriza, ich brenne schon die ganze Zeit von 2 Sandra und 1 Conqueror. Und die sind so blöd, dass sie nicht das Cap nehmen. Ich schalte auch. Ja, okay, wo bist du? Da, okay. Ich hab nicht mehr viel, ich hab 8000. Ist um. Lutscht sie? Trifft einer. Ach, ich schaff's zu drehen. Die Wooster hat auch gedreht. Affending. Wir müssen nur verhindern, dass die Z52er unten was Großartiges einnimmt. Das bedeutet, schnell die Brindisi erledigen. Oder lassen sie am Leben. Hat auch mehr Glück als verstanden. Yes, mich nervt, dass wir hier die Scheiße nicht wegkriegen. Also die Brindisi ist so gut wie tot, die Wooster können so gut wie tot sein. Wir haben hier leider kein... Das Problem ist, die Brindisi ist jetzt wieder auf der Seite. Ich drehe rein, sie geht auf, sie knallt mir eine von Latz. Das mit vierfach Zita oder so. Da ist sie, schau. Frisch. Kanönchen sind noch nicht drauf. Hey, Schneis, grüß dich. Wir müssen das Gefecht schnell beenden, denn je länger es dauert, desto mehr verlieren wir. Jo,
Finding Sandra und Conker kommen jetzt hoch und kippen mal das. Interessiert. Interessiert schon, Christoph, aber ich habe einfach, wie gesagt, keine Zeit. Der hält sich wieder hoch, weißt du, das ist so zum Kotzen. Ich habe 193k. Ja, konnte ich nicht machen. Ich habe noch nicht so viel. 193, so gut. Das ist der Chopo-Clan, die sind komplett alle da rum. War schon ein bisschen behändelig mit zweimal Sandra und Conker. Auf eine Bourgogne? Naja, wer es braucht, man kennt's. Wir brauchen Kills. Wir müssen mit dem C-Cap holen, wenn wir jetzt auf B weitergehen und die Venizia komplett vernichten, weil die ist vielleicht schon tot. Ja, das Problem ist, die Z ist auf C, ne? Gewesen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell ist. Ja, diese scheiß italienische. Ach, da bist du mal befreit. Treff ich einfach nicht. Treff ich nicht. Ja, weißt du, der hätte schon dreimal tot sein müssen und dann heilt er sich wieder auf. Das ist. Aber ich treffe die auch nicht. Ja, weißt du, Christoph, das muss die anderen Schiffe auch erfahren, ne? Und alleine geht das nicht. Achtung, jetzt die Sandro schießen von unten. Und eben die Testschiffe. Hätte ich keine Arbeit wie Flamo, sondern hätte quasi die Arbeit, die er hat, dann würde ich das Tag ein, Tag ausmachen. Ja. Aber so, 8 Stunden Arbeit, dann noch ein bisschen Spaß. Jetzt verfolgen jetzt hier die Bismarck und dann. Okay, oder so. Ja, die Zeit ist halt schon drin, das ist das Problem. Du wusst da hinten immer noch geil. Das ist die Norka, die geschossen. Das Problem ist, wir kommen nicht an gegen die Drops. Ich hab zu wenig HP. Ja. Ich hab sie versucht zu lernen, auf Zeit. Ja, das geht. Ja, das sagt ja niemand. Ja, dann müssen wir auch was machen. Nee, ich sag nur, sorry, Alter. Ich kann nicht mehr machen gegen die drei. Entspann dich, Alter. Entspann dich. Ich bin völlig tief entspannt. Es ist. Da ist mein Freund Wooster wieder da, ey. Bitch, ey. Es wird nichts mehr. Die Brindisi, dass sie mal erlebt, ne? Oh mein Gott. Ich hab schon nicht ein einziger Schuss die scheiß Wooster getroffen. Ich hab die Wooster getroffen. Also die Sandra sind noch voll Heals, der Conqueror nicht. Ja, vielleicht, wenn ich Glück habe, noch einen Schuss auf die Sandra. Naja, das wird mir auch nicht helfen. Oh. 71.000 Forschungspunkte. So, ich bin zu nah dran. That's the problem, aber der zeigt gleich breit. Oh, bringt nichts, wenn die vorher reingehen, ne? Ja, die anderen zwei sind sowieso out of game. Oh, ja, ein Top hinter dir. Brand über Brand, kein Torpedo trifft. Keine Chance, ich geh auch nicht mehr zu. Noch ein Brand! Ach, fuck off. Ach, fuck off. Naja, hi, ja. Ja, ich hab nicht gut gespielt. Ich auch nicht wirklich, oder? War zu nah drin mit meinem Setup für den Ori. Das versucht. Sind von der Seite bei mir alle irgendwie nach C gefahren und sind da alle drin gestorben. Das sieht man hier so ganz komisch über den C-Punkt. Irgendwie so 5 Schiffe. Ich mir denke, warum? Da alle verkackt. Vorgraf-Spiel war auch noch hier, Leute. Ach ja, stimmt. Ja, das ist. Stimmt. Ja, nee, Thorsten, das haben wir nicht. Wir sind eigentlich nur ganz gut. Jetzt haben wir gleich 4 und 3 Niederlagen. Der Mike. Mikey, danke schon für den. Was ist das?
Ja, die können die deutschen Schiffe mit dem nächsten paar Flug stark machen. Ja. Die Russen sind ja ein Witz, wenn man das mal betrachtet. Daher ist noch viel Potenzial. Können wir wieder Brawls machen mit Fürsten. Dann trifft er im Nahkampf auch was. Was wollen wir? Habt ihr was Bestimmtes oder ist es egal? Oder? Stufe 9 hieß es. Ach ja. Okay. Stufe 9. Vielleicht ein schönes. Ich muss eine Seattle fahren. Also wurde sich halt gewünscht und. Seattle. Ja, oh, Moment. Ich kann meinen El Capitano nochmal skille. So. Mein Kapitän. Mein Modul. Ist auf Nahkampf. Ich bin auf Platz 1. Was beim. Ja, jetzt beim Nützen geben. Uiuiui. Ich wollte schon sagen, wenn ich nicht auf Platz 2 bin, dann weiß ich auch nicht was. Nächster DD ist hier angegangen. Naja, hilft halt nichts, ne? Verloren ist verloren. Okay. Ja. Eieieiei. Ah, die Odin. Ja, die habe ich auch. Ah, cool. Ah, die Odin habe ich auch. Aber da habe ich schon eine Review oder eine Preview zu gemacht auf Tube U. Ein Chris hat reingeklickt. Executive Exituf. So, fragt sie halt eine Frage. Was bringt es mir, einen Baum zurückzusetzen? Lichi, möchtest du das beantworten, ja, während ich mir eine Kohle bringt hole. Es bringt dir sogenannte Forschungspunkte. Für diese Forschungspunkte kannst du in der Waffenkammer zwei Schiffe zur Auswahl auf jeden Fall. Einmal die Colbert und einmal die Ohio. Je nachdem, was für ein Spielstil. Schlachtschiff oder Kreuzer. Flaggen, glaube ich, noch. Und du kannst sie umändern auch noch in Erfahrungspunkte, was ich aber nicht empfehlen würde, weil der Umtausch einfach viel zu teuer ist und du dafür viel zu wenig Free XP bekommst. Das kann man damit erreichen und kriegen. Und viel weniger Lebenszeit. Ja, das auch. Stress, Nerven, wenn man das zurücksetzt. Es kostet auf jeden Fall mehr Geld, den Baum da wieder hochzufahren. Und Chris war die Anfangs 10.000, glaube ich, vom 10er. Oder wenn du 5 10er hast, kriegst du 10.000 Punkte schon mal. Dann ein Sieg pro 5er oder 6er Schiff fängt es an, bis zum 10er und du musst die Schiffe wieder kaufen. Und wichtig, innerhalb einer Season darf nur der jeweilige Baum nur einmal zurückgesetzt werden, um die Bonuspunkte danach wieder zu bekommen. Genau. Tja, Litschi, warten ein bisschen. Wir sind noch nicht in Position. Ja, ja, alles gut. RPF zeigt auf B. Ja, ja, das zeigt. Ich fahr gleich wieder raus. Ich test nur an und fahr dann mit dem Hintern wieder rein. Boah, bin ich müde. Dann geh ins Bett. Nein, noch nicht. Der Jarvin. Was? Jarvin ist da. Hallo Jarvin. Einmal Cap anlecken. Hey Jarvin! Ja, wir beginnen eine Hase-Feier-Runde, Jarvin. Ja, wir beginnen eine neue Hase-Feier-Runde, Jarvin. Zwei Wochen, Jarvin. Bist du immer noch angekettet von einer Freundin, oder? Ja, der ist unter dem Pantoffel. Hat er wieder Balls bekommen. Das wird Lemming Train. Hier ist nix auf C. Hallo Diablo. Ich fahr gleich zu B. Ja, noch sind 4 Schiffe offen, also ich warte mal. Mein ganzes RPF zeigt alles Richtung B. Die einzige, was ich bis jetzt so sehe, ist die Saint-Louis. Und hier ist nichts. Kein bisschen. Ich sehe auch noch 5 Schiffe, ja. Der Normagi. Aber es sind 12 im Gegensatz. Irgendwo muss was sein.
Jetzt schon hier. Ja, das ist der eine. Er ist 10 Kilometer von dir entfernt. Wolf, ich hab's nur gesagt. Ja, guck, da ist ein Donskoi, eine Yoshino. Ja. Ja. Ah. Wir nehmen noch 4. Alles Schiffe, die über Spaß werden wollen. Frage ist, das wird wahrscheinlich die Kitakase sein, die Pierre reingefahren ist. Oder eine wahnsinnige Elefantask. Das ist Eine Drecksmumpe trifft mich, Alter. Eine Drecksmumpe trifft mich und ich brenne, weißt du? Fick dich, Wargaming, Alter. Das ist vorbestimmt, Schach. Das kannst du überhaupt nichts machen. Nicht mal ausweichen. Behindert ist das. Behindert ist das. Ich hätte nur eine Mumpe getroffen. Nur ja, eine einzige. Das reicht. Das war die Feuergranate. Die hat einen Stempel drauf gehabt. So ist ich das. Auch heute, glaube ich. Ich treffe nichts. Ja, oder meine Streuung lässt mich einfach nichts treffen. Ja, wir fahren danach nochmal 5erli. Ja. Da geht's. Wir müssen einen Schadensrekord aufstellen in der. Was ist denn das für. Ich fahre jetzt auch zu B. Ich habe keinen Bock, den Idioten da hinterher zu fahren. Also, die machen es ja richtig, aber. Mhm. Auf Sightseeing in der Seattle habe ich nicht wirklich Bock. Hey, Litchi, wir können gemeinsam reinfahren, wenn du willst. Ja, ich warte auf dich. Smoke ist da. Die Kitakase ist direkt vor mir. Da kommt die Topshot, siehst du? Ja. Trotz sie gleich. Das wäre noch zu früh. Ich stehe hier irgendwie fest. Donskoi muss halt weg wegen dem Radar und unten kommt die Bald hier hoch. Aber der ist ja schon fast tot. Pepe springt vor und zurück bei B. Vielleicht ist hier unten auch noch mal DD in dem Bereich. Na. Verstanden. Ich gebe mal ein bisschen Meldung, damit das Team auch aufwacht. 19 André, schönen guten Abend. Da, jetzt. Ja, Kitter offen. Das ist. Oh, beide haben. Lebt fantastisch. Sehr gut, die wollen kämpfen, das finde ich super. Ich bin gleich ran. Ah, jetzt hast du da hinten gesmoked. Da bringt mir der Smoke natürlich. Ja, ich hab dich ehrlich gesagt gerade vertauscht. Ich dachte, du wärst ja Alaska. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wegen Seattle. Hab ich nicht aufgepasst. Sorry. Aber kann denn einer die gleich aufmachen wegen Radar oder so? Nein, weil wenn ich reinfahre und Radar und ohne Smoke, dann bin ich tot. Ja, sorry. Das hab ich verpennt jetzt. Ist noch außerhalb. Executive, du musst ziemlich viele Schiffe, ziemlich viele Bäume resetten für ein Schiff. Alter, Schalke, wie viele hast du schon resettet? Ich hab 3 Bäume resettet. Und wie viele Punkte hast du? Weiß ich nicht. Jetzt auch beim dritten. Wie viele Punkte hast du, Legion? Ich bin bei 32.000 gerade. Und den Dings von der Haro habe ich gerade erst angefangen. Da bin ich bei 7. Ah, siehst du, ja, kannst du wahrscheinlich 5, 6 Bäume rechnen für die Ohio. So, ich fahr vor. Hast du den Smoke wieder ready? Nein. Ah, aber ja, wir haben so viel Gunpower hier, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ah, ich hab vor keine Hydro, ich muss hier. Wieder ist offen. Gunpower habe ich keine Sorgen, eher auf Panzerung habe ich Sorgen. Ops, links. Ah, Sharky hat Hydro an, oder? Ja, Hydro läuft. Aber ich bin gleich tot, ich bin gleich raus. So wie HE. Zu viel HE, zu wenig Schlachtschiffe, zu wenig alles. Offen. Fluffy Power. Ich sind nur HE-Kreuzer hier, Alter. Das ist unglaublich, ehrlich. Ich will mich einfach heute in der Treue. Feldmacher, vielen Dank für deinen Follow. Armer Schaden. Naja. Ja, ich bin raus.
Die haben auch Schaden gemacht. Welche ist der Runde 11, glaube ich. Hab 4000 gerade gemacht und naja, sagen wir so. Ich töte jetzt hier noch die Elefant aus, könnt ihr mal schauen, nur was Hai bleibt. Nur Hai, nur Hai, nur Hai. Scheiße, was kommt denn da auf einmal an? Ganz kurz auf, ich komme wieder. Da liegt ja eine Granate, ne? Ach, kann ich das gewusst wieder? Beten, dass ich die schon bald überlebe und sonst. Ja, das hat wehgetan. Ich sehe schon, Lichiger werde ich nicht mehr unterstützen, sorry, aber. Es hat keinen Sinn, wenn du mir sagst, du hast Smoke, ich komme rein, hast einen Smoke für dich genutzt. Ich hab das verwechselt, das tut mir leid. Ja, nein, das passt schon, aber das kann ich nicht machen. Weil das ist, wie gesagt, ist da mein Tod. Für nix. Für tatsächlich nichts. Ah, komm. Ja, ich geh jetzt drauf, ja. Das war's. Also so fährt man sie nicht. Wer sich das auch gewünscht hat, lieber abwartend hinter ihnen zu sitzen. Weil es hat ja keinen Sinn. Wenn man es mit einem DD fährt, dann muss man so fahren. Und dann muss der DD sagen, ja okay, komm, wir fahren und machen das. Oh. Voll beleidigt. Ja, ja, mal, ist ja egal. Ich bin da, muss da rausfahren, er stand halt da rum. Nee, Viking, das war einfach schlecht gemacht. Ich hätte einfach für mich selbst spielen müssen. Ich wäre dann, anstatt hier rum und hier rein, wäre ich hierher gefahren. Wenn der Gegner nicht kommt, dann kommt er nicht. Ich wäre dann hier hingefahren und hätte auf die geschossen. Wenn sie keinen Bock haben, auf die Caps einzunehmen, dann sitze ich halt mit 10.000. Aber bin ich tot. Darum geht's. Ich kann auch mit 10.000 Schaden rausgehen und wenn der Gegner nicht cappen geht, cappt er halt nicht. Das ist egal. Die 15,7 oder die Reichweite reicht eigentlich normal fürs Schiff. Wie gesagt, man muss nur Inseln hoppen und Smokes nutzen. Dann geht das, dann macht man guten Schaden, leicht auch über 100.000 mit den Teilen. Aber sagen wir so, dann hat er das Problem, wenn ein Gegnerteam immer nur davon fährt, dann darf man einfach nicht hinterherfahren, sondern muss sich an die Caps und die Inseln halten. Wenn ein Gegnerteam nur pusht, dann macht man den Schaden seines Lebens, wenn man eine schöne Insel hat. Die Seattle ist ein Unterstützungskreuzer, man ist aber auch auf Unterstützung angewiesen. Also wenn man braucht den Spot, dann setzt man sich nebenher an die an die Caps und Radart. Dann kann man beiden helfen. Ja, ja, das, wie gesagt, hat halt diesmal, wie es aussieht, nicht geklappt. Ist egal. Hol mir mal was zum Trinken, bis gleich. Schauen wir, ob wir das dann doch noch gewinnen. War halt schlecht gemacht. Ich hätte auf B scheißen müssen. Ne? Das Cap ist nicht so wichtig. Also ist schon wichtig, aber man muss ja das alles in Relation sehen. So, wie sieht's denn aus? Sieht jetzt zumindest nach einem Sieg aus, oder? Nicht ganz. Du, der Chris hat zu geschlagen. Ah, so, bin ich wieder. Also ich glaube, die Stats sind eh nicht so schlecht mit dem da. Muss ich mal nachschauen. Natürlich exklusiv dieses Gefechts.
Ah, wo schalte ich den Ding da um? Seht ihr was? Aber ihr seht was, oder? Kreuzer. Oh, wo sind sie denn? Seattle. 65%, 81.000. Ist eigentlich nicht mein schlechtester Kreuzer. Die Booster hat eine beschissene Winrate, bin ich am Einspielen. Ja, wenn so Gefechte sind, die nicht gut sind, mag die Smolensk nicht. Man sieht es auch, nur 15 Gefechte, ich mag die zu starken Schiffe nicht. Henri, da ist nur der Schaden gut. Pfui. Und Big Cruiser mag ich auch nicht, sieht man auch. Und da die verstecken wir, weil da habe ich es aufs Maul gekriegt am Anfang. Übel. Also ihr seht, ist nicht alles gelbe vom Mai. Mein erster Stufe 10 Kreuzer. Naja, 188 Gefechte. Was? Was in... Ja, das wird eben mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Da, schau mal. Mehr Glück als Verstand. Naja, ist auch nicht so wichtig. Ups. Und hopps. Wie gesagt, Sierra hat schlechte Gefechte mit den Schiffen. Ja, ne, ist halt die Frage, wie lange. Ne? Da ist er, bin wieder da. Bibi. Gut, wir gewinnen das. Dann ist es zumindest gut für die Windrate. Naja. Die Windrate. Ganz genau, Christoph. Die ersten Schiffe sind meistens die schlechtesten. Da muss man ganz viel lernen. Ja, sobald der Gegner auch angreifen muss und nicht nur wegfahren kann, verliert er auch Schiffe. Charlie gerade gegen Yoshino. Ja, Torpedos gegen... Mal schauen. Nahkampf würde ich jetzt nicht unbedingt mit beiden fahren wollen. Aber bei dem HP-Pool... Ach, Viking. Wenn die gehen, dann sollen sie. Die sind es dann auch nicht wert, dass man mit denen fährt. Rolli, schlaf schön. Gute Nacht. Nacht, Rolli. Stalingrad rammt sie jetzt, ne? Ja, das ist okay. Sehr schlau. Ja, okay. Das ist ja auch und da noch, kommt er nicht durch. Guter Trade für die Stalingrad. Nein. Ja, du, das ist legit. Hätte die Yoshino nicht gewollt, dass sie gerammt wird, hätte sie ihn raustorpedieren müssen. Chris, kriegst du die Don't Sky raus? Okay. Ach, Chris ist da. Danke, sehr schön. Hab ich auch alles gesehen, dass der Viking da ist. Ja, das Litsch hat es am Anfang schon erwähnt, aber ich wusste nicht welcher Chris. Ja, ja, bin schon dabei. Geh gleich auf. Und zwar jetzt. Ja, der sollte ihn outplayen. Ja, der hat ja wenig Trefferpunkte mehr gehabt, Christoph. Was hat er noch gehabt? 6.000 und einen Brand. Er hat die 41.000 mitgenommen, damit das Gefecht schneller zu Ende ist. Fertig. Ich kann den Chris nicht mehr honoren, ich hab halt mehr. Ich kann ihn honoren. Ja, sorry, dass ich euch da verwechselt hab. Nee. Das hätte besser laufen können. Wie gesagt, ich hätte es sehen müssen. Ich hätte einfach nicht mehr reinfahren dürfen. Ich habe die ganze Zeit auf Alaska geguckt und habe vergessen, dass es Shark ist. Ich bin nicht letzter. Das ist schon mal gut. Nice. Hätte halt nicht reinfahren dürfen. Da, ja, pfui. So, letztes Spiel für mich. Was fahren wir denn dann? Omar-Runde.
Omar-Runde. Was Entspanntes. Oh, ich habe gehört, es gibt sehr viele gute Schiffe auf Stufe 5. Ich kann dir die nächste uns empfehlen. Texas. Ist gut, die habe ich, ja, aber ich habe sie nicht ausgerüstet. Oder habe ich? Ja. Die ist sehr langsam. Nee, aber ich muss die Murmansk, glaube ich, fahren, weil. Weißt du. Schlechte Omaha meinst du, ich verstehe. Die bessere Omaha, damit alle Leute sehen, dass die immer besser ist. War im letzten Gefecht auch besser als die Omaha. Ja, da hatte Sharky eine ganz schlechte Performance. Normalerweise ist er ja der Omaha-Gott, ne? Ja. Boah. Boah. Ja, das ist viel zu wenig HP in diesem Spiel. Ich bin gleich schon mal vorweggegangen. Viel zu wenig HP. Viel zu wenig HP. Was mache ich denn heute Abend eigentlich? Was mache ich heute Nacht eigentlich? Ich habe morgen frei. Schlafen, oder? Ich dachte, du hast. Dafür ist die Nacht. Das ist zu schade. Ich dachte, du hast Donnerstag frei. Deswegen spielen wir am Mittwoch nochmal. Nee, ich habe Mittwoch frei, habe ich gesagt. Okay. So hörst du mir zu. So hörst du mir also nach all den Jahren zu. Das ist. Ja, die Kommunikation ist halt nicht gut, soll man sagen. Wo wollt ihr hin? Richtung A. Ist das eine neue Karte? Nein. Nee, wir starten sonst nur. Ach da! Ja, wir starten sonst nur unten. Oder? Ja, ja, ich weiß schon. Ja, das haben wir im Sprint haben wir immer schon gespielt. Ja, richtig. Ich sag's ja. So. Random generierte Karten, das wär's. Oh, ein Wargaming-Platz. Warum? Das ist eine gute Idee. Ja, hab ja nicht gesagt, dass es schlecht ist. War es eine gute Idee? Random generierte Karten. Ja, ja, nein, aber das, was Lich hat dann noch irgendwas gesagt. Und Wargaming bleibt. Ach so. Ah, übrigens, Lich, Sharky und ich haben dieses Ghost War gespielt. Aha. Haben wir mal getestet von Breakpoint. Und? Der Multiplayer, absoluter Müll. Absoluter Müll. Aber voll. Selten so ein Scheiß gespielt. Hey Ragni. Ja gut, wir machen ja die Story-mäßig. Aber ich habe vorhin gesehen, wir haben 6 Stunden und 4% irgendwie erreicht. Sehr das gut, ist, oder? Auch sehr gut, ja. Ja, hallo, ich will das ja nicht durchsuchen. Ich will die Atmosphäre. Deswegen spielen wir es ja auf Extreme. Nicht auf ja, Pillepalle. Nicht Pillepalle, wir spielen ja auf Hardcore. Und ja, Ein Zuschauer hat gesagt, oha, so ist das ja ein ganz anderes Spiel. Er spielt es auf normal und im geführten Modus und so ist krasser Scheiß, hat er gesagt. Ah. Er hat wortwörtlich gesagt, wir sind krasse Ficker. 1:1, ja. Was ist los, Schalk? Tief atmen, wir kommen da durch, aber bitte tief atmen. Für die Wahrheit ist immer Platz, Schalk, was hast du? Da kann man nachlesen. Den Scheiß. Leute, 70 Schaden hat er schon. Oho. Shark ist heimlich umgedreht. Ja. Luigi, die weichen ja, aus. Das ist unfair. Ja, ich sehe das schon. Die mögen uns nicht. Aber wir trotzdem genascht jetzt. Boop. Ja, ist okay, den Rest mache ich. Vielen Dank. Ein paar Sekunden hast du noch. Günstig. Dreh doch, warum dreht ihr nicht weiter nach rechts, wenn sie ausweichen ja, muss? Ja, wollte sie nicht. Ja, Clemson, hier. Mach das Ding auf, genau da. Clemson. Das ist eine Marblehead, cool, wa? Cool. Oh. Die ist dein Kryptonit. Die beste Romanz quasi. Naja, Blödsinn. Ach komm. Gib mal Kippen.
Unsere Clemson will ja nicht. Oh shit, der ist nur New York. Holy shit. Gut, dass er in New York da ist. Das ist echt nicht gut. Aber er guckt nicht zu mir. Ach, der dreht auch. Ja, wieso treffe ich da nichts? Die drehen alle um. Hilf! Ja, ich komme. Wo bist denn du? Alles gut. Ach, ja, du fließt. Oh Gott, ich habe nicht genug Schaden. Was denn? Sind noch Mann von oder gar nichts? Was findest du da unten, ey? Oh Gott. Und New York, ist das dein Ernst? Das ist das dritte Mal, dass du jetzt vor die Schnauze fährst. Oh, Herr Rie. Ich hab's geschafft. Wie kann man auf eine stehende Vorattacke nur 150 Schaden haben? Wie geht das? Bei stehenden Schiffen haben eine Schutzbubble. Ja. Also. Entschuldigung. Ja, hab ich vergessen. Schussdeflektoren, ja. Achso. Habe ich auch vergessen. Ja, bei wie viel Schaden seid ihr jetzt, Mädels? 18. Aha, und Schalke allein? 39. 39? Da ja, muss ich noch ein bisschen machen, Moment. Moment. 39, seh 42 und ein Kill. Ja, du hast. Meins hat sie gelöscht. Hey, die New York gehört da mir, weil du hast mir die Wyoming abgesnabbelt. Ja, dann gehört die Kongo mir. Nein, nein, also die teilen wir uns dann. Was denn für ein Zauber? Teilen wir uns. Ach ja, Leech. Ja, Leech. Also ich muss alles tanken, weil alles auf mich schießt. Und du. Was ist das mit der Mabel Hatter? Leere Schalke Angst, deswegen. Achso. Okay. Nicht wirklich, ich hab. Bin die Furuzaka evaded. Die blöde Frage, dass du bist, du schützt ja, das glaube ich auch. Kommt der Träger und gib mir auch noch die Eier, oder? Ja, ich geb dir schon ein Tier. Wie, das Haus voller Scheiß ausfliegen. Oh, das war da hinten der Träger ist. Ich hab den Längel gefunden. Hast du? Ich hab die gefunden. Alles meins. Guck mal weg. Lassen die Längel nicht übrig. Willst du die Schnappi Längel? Naja, bevor wir Fahrt machen. Jetzt ist die zu. Also, eins verstehe ich nicht. Die Marblehead ist ja nur ein Premium-Schiff und hat eine Premium-Tarnung. Warum ist der so dämlich und setzt sie noch nicht mal drauf? Weil du bist bei Wofs. Das ist. Manche Leute finden ja einfach hässlich. Warum kostet? Da ist guter Schaden da hinten, Moment. Geh mal weg. Okay, ich helfe dir. Naja. Soll jetzt nicht durchschießen? Helfe ich dir halt nicht. Ja, du kannst mir helfen. Yuari und so, vielleicht. Ich werde jetzt nämlich sterben, glaube ich. Ja. Ich helfe. Ach komm, willst du mich verarschen oder was? Ach, voll gewesen, der Prime, unglaublich. Hallo, voll, ich hab schon gekämpft, kassiert. Gekämpft. Ich hab schon kassiert, Alter. Naja, 62.000. Ja, gehen die nicht raus? War nicht. Oh ja. Oh, hast du Schwein gehabt? Ja, hab ich schon mit gerechnet. Hallo, das war. Hallo, Rumpumpel. Schweißperlen auf der Stirn. Nichts Schweißperlen. Easy, schon gerechnet. Ja, ja. Oh, jetzt kommt der scheiß Flugzeugträger, da lass mich doch das cappen. Er hat schon den nächsten Kampf gekriegt, der Freund gerade. B, klein. Der Torpedo-C.
Ich kann das nicht reinnehmen, da ist viel zu viel. Ja, ja. Du mich auch, Jubari. Ja, ich mach auch mal die Jubari. Ja, ich werde da rausgebollert. Kein Support hier. Wo bübeln denn unsere Schiffe dahin? Willst du mich verscheißern? Hallo, warum blickst du nicht den Big Mode? Hallo, was machst du denn da? Willst du da rausfahren, was campen oder was? Oder Eier rumspielen? Ha? Hallo? Na, nix, hallo. Hallo? Wo fährst du hin? Die richtige der letzten. Ich wurde hier rausgedrängt von der New York. Ja, ja, ganz genau, die New York, 20 Kilometer weiter hin. Ich bin dreimal von den Karren gefahren. Jetzt bin ich tot. Yes. Alles deine Schuld, Litchi, dass du weißt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Litchi, wir sind noch full HP, ne? Ja, der ist noch full HP, der Lucy, Alter. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Da flieht, ihr Narren. So. Gib mir. Ah, nein. 79.000 noch. Pfui. Also viel länger gelebt als so ungefähr. Ekelhaft, so wenig Schaden. Ich nur 970 Schaden da. Was hast du wieder verdient? Je weiter man sich vom Cap entfernt, desto weniger Schaden kriegt man. Hast du nicht gewusst? Und die New York, auch noch Full HP, weißt du? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, an den Trefferpunkten kann man bemessen, wie viele Schlachtschiffe geleistet haben. Ich sehe 2 und 4. Was soll ich denn machen? Ja, ja, vielleicht fährst du mal näher ran, da wo es relevant ist. Ja, genau. Dann wirst du auch fokussieren. Das ist ein Wahnsinn. Seht ihr, mit Spielern wie Litchi und der New York da, kein Wunder. Ne? Kein Wunder. Immer nur auf Schaden. Immer nur auf Schaden. Flugzeugträger jagen im Schlachtschiff, das hat man gerne. In der New York, weißt du? Nee, ist nur ein Späßchen. Aber das weiß Litchi. Wir gewinnen das jetzt, weil Litchi und die New York ihre HP aufgespart haben. Und die andere New York draußen übrigens ist auch ziemlich gut noch benannt, wie es so schön heißt. Da, 42.600 hat die noch. Also, ich meine, die hat A-Rumpf, aber die hat nur 8.000 Leben verloren. Aber siehst du, guck mal, jetzt steht die wieder vor mir, die New York. Ja, ja. Das ist das vierte Mal. Ich muss jedes Mal denen ausweichen. Wettrennen. So abgedriftet. Wettrennen. Aber warum fährst du denn nicht im P rein? Weil der schmeißt da Taubs hin. Und ich bin ja nicht ganz blöd, ne? Jubari-Torpedos, ey, come on. Aber Furutaka-Torpedos sind auch außerdem da. Außerdem habe ich gerade gesehen, wo sie nämlich lang ist. Und dann hol ich mir nämlich C-Cap. Weißt du? Naja, Schaden. Schaden. Was laberst du, ey, Chris? Grüß dich. Sehr schön. Aber es ist siehste, egal. Da kommt Torps. Die Murmans. Aufgehoben, der ja, siehst du, die Murmans ist halt die bessere Omaha und auch die bessere Julia Cesare. Jetzt hast du nicht jetzt das Schicksal hat Litchi gefunden. Bessere Oma, als ich nicht lache. Oh, schau, auf der anderen Seite kriegt die auch noch Torpedos. Ich habe immerhin Kreuzerarbeit gemacht. Ich habe alleine die Liste bekämpft. Hallo, habe ich auch. An der Leine, ich stand daneben. Du hast ja nicht drauf geschossen. Natürlich habe ich drauf geschossen. War nicht getroffen. Ja, das. Da hat jemand abgesnackt. Da hat jemand abgesnackt. Und guck mal hier, André. Ja, wenn du das sagst, dass es vernünftig ist und mich vorher pinkst, also ich glaub's ja nicht. Hallo, wärst du mit reingefahren, wäre die Furutaka und die Jubari jetzt wahrscheinlich tot. Hey du, die spielt mit dir jetzt Katze und Maus hinter der Insel und die New York kann nicht auf Pfeile schießen. Jetzt hat sie die Geschütze hingedreht auf die Furutaka, die wird jetzt vom Träger rausgenommen, jetzt dreht sie die Geschütze wieder zurück auf die Jubari. Und derweil, der farmt sich gerade fett. Ja? Kann ich nicht mal hier drüber schießen mit diesem Scheißwald? Vielleicht fährt er noch auf dich und wirft dir Torpedos. Ja, 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 okay. Genau.
Brutal. Lynch hat einen Schlussstrich gemacht, meine ich. Ja. Ich hab 60k, was habt ihr? 79. Ja, geh weg. 62. Ola Kemper. Ola Kemper, hallo. Ist. Da, ja, bestes Schiff auf Platz 1. Ja, zweitbestes Schiff auf Platz 2. Ja. Oh, ja. Warte mal, das ist Friesland-Gefecht. Das müssen wir uns gleich mal angucken, wie das aussieht. Ihr habt das schon durch Shorewars Prime gemacht. Das hat schon wieder mich vorgeschickt, hat mich sterben lassen. Dann hat er noch profitiert von der Situation. Naja. Jeder, der das gesehen hat, weiß, es ist gar nicht so. Aber das ist gutes Positioning. Als ich gestorben bin, warst du noch voll HP. Ich stand mit dir im B-Cap. Wegen dir haben wir das nicht cappen können, weil du immer beschossen wurdest. Ach so, ja. Hallo? Hättest du halt mal besser positionieren müssen, damit wir das einnehmen können. Ja. Aber nein. Ja, das ist ja doch Schadensgeil. Das ist das. Ich spiele fürs Team, weißt du? Anfang des Streams einfach mal zurückspulen, hat Herr Prime gesagt, Teamjünglichkeit drauf geschissen. Im zweiten Gefecht habe ich schon wieder revidiert. Ne? Ich bin einfach ein guter Mensch. Naja, genug für heute. Lieber morgen wieder. Morgen 19 Uhr, oder? Ja, du, meinetwegen gerne. Ich komme von der Arbeit. Dann Wuffs. Oder was spielen wir? Spielen wir noch was anderes? Oder? Jawohl, ich weiß. Egal. Haben wir. Wir können auch diesen lustigen Dingsbumsabend machen, wo wir ein Spiel installieren und das testen. Wir können auch einen Brettspielabend machen. Ja, ich habe aber kein Brettspiel online. Ich hoffe, hier einen Tabletop-Simulator. Ja, den spiele ich dann halt nie. Ja, mit mir zusammen spielst du den. Ja, dann spielen wir zu 12 mit Jörg nicht, oder was? Oder Schwarzer Peter? Oder Mau Mau? Wir brauchen mehr Leute dafür. Ja, es ist. 32 geht auf. Aber was ist denn jetzt auch mal mit. Das kenne ich, das Spiel, Mike. Es funktioniert online wahrscheinlich. Was ist mit TTT eigentlich jetzt noch? Sollen wir da jetzt nochmal starten oder nicht? Ich wäre dabei. Zum Glück habe ich mir das noch nicht gekauft. Keiner hat Lust darauf, deswegen. Kota sagt, er ist dabei beim Brettspiel. Schere, Stein, Papier. Da, Schere, Stein, Papier, Abend. Oh, Wahnsinn. Es gibt viele lustige Brettspiele. Das stimmt. Ich sag's auch. Ich muss bei meiner Mutter immer um Halma herhalten. Das ist sicher schön, Halma. Ah gut, ich verabschiede mal meine Zuschauer. Ich bin gleich noch wieder da. Ja, okay. Ich sag das direkt so. Schau, wir verabschieden gemeinsam, oder? Ja, wir verabschieden uns auf jeden Fall. Ja. Also. Dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Ich glaube, das Dankeschön fürs Reinschauen. Das sollte eigentlich dann reichen. Ja, morgen sind wir halt um 19 Uhr da und dann schauen wir, was wir spielen. Ja, mal gucken. Ja, wenn wir. Lass uns überraschen. Wird auf jeden Fall interessant. Also, Mädels, danke. Haut rein. Bye bye. So. Läuft noch bei irgendwem irgendwas? Nee, ne? Nein, bei mir ist aus. Also, ja, bei mir auch, meint.